Hallo miteinander zur nächsten Ausgabe von Scrum User Group mit Barbara Küchler. Wir haben heute ein sehr schlaues Thema mit der Barbara und sie behauptet, schlau sein ist super, aber noch lange nicht alles. Und wir haben letzte Woche schon einen Vortrag gehört von ihr, vorbereitet zu dem Thema. Der war schon sehr dicht, sehr spannend und ich würde sagen, die Erwartungen sind sehr hoch an diesem Vortrag heute. Wir haben gesagt, wir wollen die Lampenfieber steigern noch bei Barbara. Wir zeichnen das Event auf. Und dann. Ja, schön, schön zurück. Ich muss auch Leute stumm schalten. So soll ich. Wir zeichnen das auf. Es ist nachher auf dem YouTube-Kanal von Organic Change verfügbar. Ihr könnt später auch noch anschauen. Ich poste den YouTube-Kanal noch posten hier im Chat. Später noch, wenn alle da sind. Dann könnt ihr das selber schauen. Vom Ablauf her ist es so gedacht, wenn ich Barbara übergeben habe, fängt sie in einem Vortrag an, wir sammeln eure Fragen direkt im Chat und wenn Barbara Sprechpause macht, werden wir probieren, die Fragen zu stellen. Und, salut André. Und dann schauen wir, wie das hier weitergeht. Wir haben 90 Minuten Maximum angedacht. Ich habe das Gefühl, wir könnten auch noch länger darüber diskutieren. Schauen wir mal, wie lange es geht und eure Energie lenkt. Barbara, herzlich willkommen zum zweiten Auftritt in Scrum User Group. Dann würde ich sagen, ich übergebe dir mal die Show und wünsche dir viel Spass. Danke vielmals, Rudi. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich, euch mein absolutes Lieblingsthema vorzustellen. Nämlich Stufenentwicklung. Der Weg zu zukunftsfähigem Wahrnehmen, Denken und Handeln. Und ich hoffe, ich kann euch heute davon überzeugen, dass das nur, also meine intelligent und clever sein ist wirklich wichtig und Kernkompetenz von den meisten IT-Lern. Aber Stufenentwicklung ist also, schlägt das eigentlich noch. Und ich hoffe, das kann ich euch heute Abend davon überzeugen, dass das so ist und dass es sich lohnt, in Stufenentwicklung zu investieren. Zuerst kurz zu mir. Ich habe mich immer schon für Menschliches und für Technisches interessiert und ich habe mich auch schon immer für Entwicklungsfragen interessiert. Die ersten 16 Jahre von meinem Berufsleben habe ich mich vor allem am Technischen, meiner technischen Leidenschaft gefreut, als Vollblut-IT-Lerin. Und dann so nach 16 Jahren, irgendwie habe ich das erste Mal in meinem Leben, Arbeitsleben, Mendungsblues erlebt und das war etwas für mich unbekannt gewesen, weil ich habe vorher immer gedacht, ja, IT ist der tollste Job, den man haben kann, das kann einem gar nicht langweilig werden. Und dann habe ich gemerkt, es braucht noch etwas Neues. Ich habe es eigentlich gesehen, ich brauche eine Veränderung und Entwicklung. Ich habe dann vier quasi Jahre Lehrzeit gehabt, verschiedene Sachen ausprobiert in Richtung von dem, was ich dann nachher eingeschlagen habe, nämlich Organisationsentwicklung. Dann habe ich zusammen mit meinem Mann Integral Change gegründet. Und dann haben wir praktisch die ganze Zeit, seither haben wir stufenorientierte Organisationsentwicklung gemacht, und zwar integral. Und integral bedeutet, dass wir Hard- und Soft-Zwecke zusammen kombinieren. Also das heisst, dass wir eine Organisationsentwicklung macht, dass wir Führungsthemen drin nehmen, Zusammenarbeitsthemen, Kommunikation, Teamentwicklungen, dass man sich aber auch um Prozesse und Aufbauorganisation kümmert, um Managementsystem. Und zwar so, dass die optimal zusammenpassen. Weil das sieht auf jeder Stufe anders aus. Und wir haben mit dem jetzt fast 16 Jahre sehr viel Erfahrung gemacht. Und wir haben die ganze Zeit praktisch stufenorientiert geschafft in der Organisationsentwicklung. 16 Jahre scheint so ein bisschen mein Rhythmus zu sein. Also nach 16 Jahren war es so ein bisschen Zeit gewesen. Also das, die Organisationsentwicklung werden wir weiterhin anbieten und weiterhin machen. Und wir haben das Gefühl, es braucht wieder etwas Neues, einen neuen Schritt. Und wir haben jetzt zusammen mit Kollegen, die auch stufenorientiert arbeiten, vor allem mit der Führungskräfteentwicklung, Keystep gegründet. Das ist ein Netzwerk, das die Förderung der Stufenentwicklung sich zum Ziel setzt. Und da geht es wirklich um die Verbindung von organisatorischen Soft- und Hardfacts entwicklungsorientiert. Und das ist einerseits ein Netzwerk, ihr werdet ihn sehen, wir werden euch ganz viele Links zur Verfügung stellen. Wir gehen sehr viel von dem Know-how, was wir jetzt in 15 Jahren angesammelt haben zu dem Thema,
öffentlich verfügbar machen, weil wir es wirklich fördern wollen und gleichzeitig möchten wir aber auch Beratungskompetenzen fördern. Beraterinnen und Berater, die dem Thema verpflichtet sind, auch eine Plattform bieten. Also, soviel zu mir und Hintergrund. Und jetzt steigen wir ein zum Thema Stufenentwicklung. Gliederung vom Vortrag. Ich würde mal einsteigen mit verschiedenen Quellen. Es gibt also verschiedene Systeme drin und ich würde euch gerne zeigen, mit welchen wir arbeiten. Dann würde ich euch gerne über den Beweis bringen, warum das die Stufenentwicklung wirkungsvoller macht, wirksamer macht, warum das mindestens so wichtig, wenn nicht noch fast wichtiger ist, als clever sein. Ich werde euch einen Überblick geben über die wichtigsten Muster von der Entwicklung, sodass ihr mal euch ein bisschen orientieren könnt, für die es kennen, die verschiedene Systeme kennen, so ein bisschen zum sehen, okay, was ist gleich, was ist anders als in anderen Systemen. Und dann gehen wir Stufenentwicklung wirklich Step by Step durch. Und zwar einerseits aus der kulturellen und aus der gesellschaftlichen Perspektive, aus der individuellen Perspektive und aus der Organisationsperspektive. Dann wird ein kleinerer Teil sein, aber sicher auch ein wichtiger ist, wie kann man Stufenentwicklung in der Organisation fördern. Ich könnte jetzt wahrscheinlich 5 Tage lang über das Thema reden. Und das ist so, das Thema ist einfach, dass man Stufenentwicklung erst dann kann fördern, wenn man die Stufen wirklich gut versteht. Darum habe ich an dem Vortrag, was sind die Stufen, an was erkennt man sie, wie sehen sie auf jeder Stufe, zum Beispiel organisatorisch aus, einen grösseren Teil gewidmet. Aber es ist mir wichtig und ich hoffe, dass ihr diese Sachen sehr konkret schon mitnehmen könnt. Ich habe so bezogen auf die Stufen, die für euch relevant sind, ein paar sehr konkrete Tipps drin und ich hoffe, dass ihr aus dem auch etwas Konkretes mitnehmen könnt. Ich werde kurz darauf eingehen, wie kann man individuelle Entwicklung fördern. Und ich werde euch zeigen, es gibt ganz viele Unterstützungsangebote, derartige für frei und es gibt auch derartige, die wenig kosten und derartige, die ein bisschen mehr kosten. Und das werde ich euch dann am Schluss einfach mal zeigen, was gibt es bei uns alles für Unterstützungsangebote. Wenn ich euch das Thema wenn ich euch davon überzeugt habe, dass das wichtig ist, was könnt ihr tun, um eure Stufenentwicklungskompetenzen zu fördern und das auch für eure Arbeit anwenden? Die verschiedenen Quellen. Man muss zwei Grundstrukturmodelle unterscheiden. Das eine ist, das sind die strukturorientierten Modelle und das andere ist eigentlich ein wertorientiertes Modell. Wir haben die zwei Kernquellen. Auf der einen Seite der Jean Piaget. Also die ihr nicht kennt, unbedingt mal googlen. Das war ein obercleverer Schweizer. Er hat so von 1900 bis 1980 gelebt. Er hat Kindheitsentwicklung erforscht. Und er gilt so als der Begründer, es hat zwar schon ein bisschen Vorläufer gegeben, aber er gilt als der Begründer von diesem strukturorientierten Modell. Und es gibt Leute, die sagen, der ist mindestens so clever wie der Einstein. Das ist ein obercleverer Wissenschaftler, 35-jähriger Doktortitel weltweit. Also schaut euch den mal an, das ist ein wirklich spannender Typ. Und auf der anderen Seite der Claire Graves. Er hat ein Modell angefangen, basierend auf Aufsätzen, die er Studenten hat schreiben zur Frage, was macht ein gutes Leben aus? Und er hat dort so gewisse Werteentwicklungen gesehen, auch über die Zeit bei seinen Studenten. Und aufgrund von dem hat er so eine Skizze machen für ein wertorientiertes Entwicklungsmodell. Er hat es allerdings nicht geschafft, in seinem Forscherleben das fertig zu machen. Er hat dann seine Grundlagen weitergegeben an Don Beck und Crystal Cohen. Und die haben darauf basierend dann Spiral Dynamics entwickelt. Und das ist ein Modell, das Stufenentwicklung beschreibt im Zusammenspiel von der individuellen Entwicklung, von der kulturellen Entwicklung und auch von der organisatorischen Entwicklung. Und Ken Wilber hat darauf basiert in seiner integralen Theorie und Lalu hat mindestens auf Wilber basiert. Es kann auch sein, dass er teilweise auf Spiral Dynamics auch basiert hat. Also wenn da von Thiel und so weiter die Rede ist, dann reden wir eigentlich von dieser wertorientierten Geschichte hier. Da gibt es noch weitere Quellen in Deutschland. Hier ist es so, dass die wissenschaftliche Basis relativ dünn ist und dass jeder vom anderen im Prinzip abgeschrieben hat und sich auf seine eigene Art und Weise interpretiert hat. Darum gibt es auch verschiedene Versionen, was manchmal ein bisschen verwirrend ist. Auf der anderen Seite, das ist so die Wissenschaftsschiene. Basierend auf dem Piaget hat dann der Kohlberg
strukturierte Moralentwicklung erforscht. Das sind auch ganz berühmte Forschungen. Da gibt es noch weitere, die darauf basieren. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Detail. Dann haben wir den Keegan, der auf Kohlberg und auf Piaget basiert. Der hat die sogenannte Selbstentwicklung erforscht. Und dann gibt es, ganz unabhängig davon, ist ein Modell entstanden wie der Jan Löwinger. Die hat eigentlich ganz etwas anderes erforscht. Die war Psychometrikerin, die hat Familiensysteme erforscht und Fragebögen gemacht und ist auf Zufall in ihren Daten auf so Längsschnittmuster gestossen. Und dann hat sie aus dem heraus, hat sie in einer langjährigen Forschung, hat sie dann ein Sichentwicklungsmodell daraus entwickelt, wo Susan Cook-Kreuter später für die späteren Stufen weiterentwickelt hat. Das war übrigens auch ein Schweizer ursprünglich. Sie ist jetzt schon lange Jahre in den USA. Auf diesem Modell basierend hat man in Harvard, das nutzen wir heute vor allem in Führungskräfteentwicklung, da ist der Torbert sehr bekannt. Und nur mal darauf basierend, das sind auch zwei Harvard-Leute, Joyner und der Josephs, in ein super gutes Buch geschrieben zum Thema Fünf agile Führungsstil gibt es leider, all die Werke von Torbert und Joyner und Josephs gibt es leider nur in Englisch. Wir haben eigentlich mal angefangen mit den wertorientierten Methoden. Also wir haben die Ausbildung gemacht beim Don Beck, also mein Mann und ich. Und haben immer von Anfang an schon probiert, die psychologischen Modelle mit zu integrieren. Und das hat, wir haben aber immer wieder Diskrepanzen gehabt und wir sind den wertorientierten Modellen, also was wir gelernt haben bei Don Beck, enorm dankbar. Und nichtsdestotrotz haben wir uns dann entschieden, das Ganze rauszunehmen, weil sich die zwei Modelle nicht ganz verbinden lassen. Die jetzt die Schiene hier kennen, ihr werdet wahrscheinlich ein Wechselbad haben zwischen denen, weil ihr sagt, ja, es ist genau das Gleiche. Und dann werdet ihr wieder sagen, oh, nein, es ist völlig anders. Also es ist wirklich so, es hat Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind, sehr vergleichbar. Und wieder andere Sachen, die einfach nicht übereinstimmen. Darum haben wir uns dann entschlossen, das Beil ganz rauszunehmen, aber mit ganz viel Wertschätzung haben wir das für uns verabschiedet. Der Vor- und Nachteil von diesen verschiedenen Modellen. Die strukturierten Modelle haben den Vorteil, dass sie laufend wissenschaftlich weiterentwickelt worden sind. Das Sichentwicklungsprofil von der Jan Löwinger ist wahrscheinlich eines der bestvalidierten Modelle. Es hat mindestens 300 Metastudien. In den USA ist es total bekannt, in der Schweiz, in Europa fast nicht bisher. Dann sind es unterschiedliche teils unabhängige Forschungsrichtungen, kommen auf analoge Strukturen, es gibt ein gewisses Vertrauen. Es gibt unglaublich differenzierte Unterscheidungskriterien für die einzelnen Stufen, also das sind hochkomplexe, hochdifferenzierte Modelle. Nachteil, der kulturelle Teil fehlt und die sind alle zusammen in einer ziemlich schwer verständlichen Fachsprache geschrieben. Die wertorientierten Modelle, also Spiral Dynamics und Co., die entwickeln die Verbindung von der individuellen Entwicklung, Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung. Und wir stellen fest, es ist sehr viel einfacher, über Organisation und Kultur an die Stufen herzukommen, als über die Individualentwicklung. Das verstehen wir viel schneller. Sie sind generell sehr viel verständlicher und einfacher zugänglich geschrieben. Also das ist ja auch eine super Leistung, gerade was der Beck und der Coney gemacht haben. Nachteil, es ist wenig wissenschaftlich validiert und eben jeder Autor hat ein bisschen seine eigene Interpretation. Es gibt inzwischen zig Submodelle davon und eben trotz vieler Übereinstimmungen lässt sich es nicht wirklich mit dem psychologischen Modell verbinden. Was interessant ist, dass die psychologischen Modelle innerhalb, die kann man eigentlich praktisch widerspruchsfrei miteinander kombinieren. Wir haben die Vorteile von diesen beiden Systemen probiert zu verbinden. Also für uns ist völlig klar, dass die individuelle und die kulturelle Entwicklung, die sind miteinander strukturell gekoppelt. Also für die, die letzte Woche dabei waren, die wissen, was das ist. Also es ist wirklich so, dass die gegenseitig sich bedingen und gegenseitig ergänzen. Und jedes psychologische Stufenmodell beschreibt die strukturelle Kopplung genau. Aus dem her kann man eigentlich aus diesem Modell sehr viel direkt ableiten, wie Kultur funktioniert, wie der soziale Raum funktioniert. Wir haben in den 16, fast 16 Jahren stufenorientierte Organisationsentwicklung unglaublich viel gelernt darüber, wie sich das wirklich manifestiert in der Organisation. Also wie sehen die Stufen organisatorisch aus. Und das
stimmt auch hochgradig überein über das, was Torben, Joyner und Josephs eigentlich von ihren Führungskräften Entwicklungen in der Reife beschreiben, weil sie beschreiben dort auch Organisationsauswirkungen und das deckt sich auch gerade mit dem, was wir auch in unseren Arbeiten entwickelt haben. Was wir jetzt in den letzten zwei Jahren noch gemacht haben, das ist der Teil ergänzt, der noch gefehlt hat, nämlich im Verlauf von der Geschichte, wenn sind die einzelnen Stufen entstanden, weil die sind ja kulturhistorisch irgendwann entstanden und jeder Mensch muss die im Verlauf von seinem Leben eigentlich Step by Step quasi entwickeln. So ist dann unser Keystep-Modell entstanden. Also wir haben ganz links gesehen die individuelle Entwicklung. Das ist im Kern ist das Löwinger Cook Kräuter, also die Ich-Entwicklung, wo die anderen Elemente reingeflossen sind, aber das sind eigentlich die Begriffe aus der Ich-Entwicklung. Dann haben wir den organisatorischen Teil, den wir ergänzt haben, und den kulturellen Teil. Und rechts sehen wir dann die Übereinstimmungen von der Stufe her mit Spiral Dynamics. Vielleicht die Spiral Dynamics gut kennt, ist vielleicht hilfreich, wenn ihr schnell ein Bildchen im Kopf macht, dass ihr bei Bedarfsfall schnell zurückschauen könnt, was die einzelnen Stufen jeweils wieder bedeuten. Ganz, ganz links sehen wir noch die aktuelle Verteilung in der Bevölkerung. Also hier seht ihr die Prämoderne, also das ist das, was quasi ist gerade irgendeine Frage? Nein, sonst eine Störung. Gut. Ich sehe, die Prämoderne, das sind ja, weniger als 10%. Dann haben wir in der Moderne gemeinschaftsbestimmte Stufen, werden gesehen, also das ist etwa 10-12%. Also ich habe Jahrgang 63. Ich bin also eindeutig noch in einer Zeit geboren, wo die gemeinschaftsbestimmte Stufe die Hauptverteilung ist. Also die sie in der Bevölkerung am meisten gehabt, also das recht die Verschiebung gegeben in den letzten 40 Jahren. Also heute haben wir die Hauptstufe, ist die rationalistische Stufe. Ich sehe die Felbi-Spiral und das ist, also nach uns ist das Ganze eine essentielle Stufe. Dann dicht gefolgt von der eigenbestimmten Stufe. Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, bis die eigenbestimmte Stufe die dominante wird sein. Und dann haben wir 5-10% in der relativierenden, in der postmodernen. Und das ist erstaunlich, dass die seit Jahren relativ stabil ist. Also während die andere deutliche Anstieg erfährt, ist in der relativierenden ist das relativ stabil. Und da kann man sagen, also richtige Agilität ist eigentlich das mit der Postmoderne. Also die zwei Grün- und Türkis-Bereiche ist das, was so dann wirklich so voll agil abgeht. Gut. Warum macht die Stufenentwicklung wirksamer? Handlungslogik. Also im Prinzip, der Begriff, der stammt von Torbert. Die Handlungslogik ist ein selbstorganisiertes Zusammenspiel von Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Kommunizieren und Handeln. Und die ist für jede Stufe anders. Also das selbstorganisierte Zusammenspiel, das ist mal grundsätzlich eine Handlungslogik. Und jetzt kommt der Trick von dieser ganzen Geschichte. Jetzt seht ihr hier eine Stapelung von vier Handlungslogiken. Also ihr seht Stufe 1, das ist die, also die archaische Stufe der Menschheitsentwicklung, und das ist die Stufe vom Baby, vom Lebensjahr 1, also vom 0 bis Lebensjahr 2. In dieser Stufe haben wir alle ganz viele Bewegungsmuster gelernt. Also wir haben gelernt, wie kann ich da greifen und trinken. Wir haben gelernt, krabbeln, aufsitzen, aufstehen, laufen, alle möglichen Bewegungen. Wir haben gelernt, ganz wichtig, Objekte zu erkennen. Wenn ich heute hier das Objekt hierher habe, dann könnt ihr automatisch, ohne darüber nachzudenken, sagen, das ist ein Glas. Das haben wir alles müssen trainieren. Wir müssen jedes Objekt müssen trainieren, das quasi aus dem Strom der Informationen herausfiltern. Sagen, ah, das ist es. Und dann noch einen Namen geben, Sprache als nächstes, das ist ein Glas. Wenn wir die Stufe gut können, dann können wir quasi wieder sagen, die können wir jetzt automatisieren. Also, jede Stufe hat eine bestimmte Lernaufgabe. Und
die Stufe, die gelernt ist, die kann ich quasi, wie sagen, die kann ich jetzt automatisch abwickeln. Die läuft dann eigentlich unter Kontrolle vom Unterbewusstsein. Und ich kann mich wieder konzentrieren auf eine neue Lernaufgabe. Das Bewusstsein ist eigentlich unser limitierender Faktor. Also unser Bewusstsein ist ein Signalprozessor. Wir können zum Beispiel maximal, weißt du, von der Wahrnehmung, wenn wir eine ganz sehr, sehr aufmerksame Wahrnehmung haben, dann können wir 60 Bit pro Sekunde verarbeiten. Von ursprünglich, ich weiss nicht, irgendwie, also 12 Millionen Bits, die überhaupt schon mal bei uns in der Verarbeitung, in der Psyche landet. Und so Unterbewusstsein kann 100.000, etwa 100.000 Mal mehr verarbeiten. Also etwa der Faktor, also 100.000 Bit pro Sekunde und die bewusste Wahrnehmung etwa 60. Also das heisst, alles, was ich unterbewusst kann abwickeln, dann bin ich hochgradig effizient. Also wenn ich jetzt quasi sage, ich habe 3 Stufen so gut gelernt, dass ich ganz viele sogenannte Schemata entwickelt habe, die dann automatisch funktionieren, dann kann ich mich in einer 4. Stufe widmen, dort brauche ich noch meine Hauptaufmerksamkeit. Und wenn ich die gut gelernt habe, dann kann ich das auch wieder als Automatismus nutzen und mich in einer neuen Stufe widmen. Das heisst, von Stufe zu Stufe zu Stufe wächst meine Kapazität. Also ich erweitere meine Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsfähigkeiten in jeder Stufe. Und ihr werdet jetzt sehen bei der Stufe 1, was auf jeder Stufe die Lernaufgabe ist und was jeweils dazukommt. Und es ist ja so, dass auf jeder Stufe ist differenzierter als die bisherige. Also das heisst, wir werden immer realistischer in unserem Denken und wir werden auch in unserem Handeln wirkungsvoller. Und das für die, die letzte Woche nicht dabei waren, haben das schon gezeigt. Also es gibt verschiedene Forschungen, leider nur mit Führungskräften, aber man sieht bei Führungskräften, dass mit zunehmender Reife werden die Führungskräfte immer wirkungsvoller. Und die, die lange gelesen haben, das war eigentlich auch seine Schlussfolgerung, dass er sagt, die tollen Organisationen haben eigentlich in der Regel eine Stufe 8 Führungskraft an der Spitze gehabt, die eine unglaubliche Wirksamkeit in der Organisation hatte. Also, jetzt zu den wichtigsten Mustern von dieser Entwicklungsstufe. Hier seht ihr quasi die Auflistung, also die Exponentialkurve, wie die Entwicklungsstufen abgelaufen sind. Das Ding müsste eigentlich viel weiter aussen anfangen. Also ihr seht jetzt hier, es fährt links aussen bei 600.000 Jahren an. Die Menschheit ist etwa 6,5 Millionen Jahre alt, also die Homini. Etwa vor 600.000 Jahren hat so angefangen, haben ein bisschen mehr, man sagt, ein Artefakt, also das kulturelle Güter hat man ein bisschen mehr verfinden als vorher. Vorher kennt man eigentlich als einzigen Artefakt den sogenannten Fustkeil. Das ist ein Stein, den man behauen hat, den die Menschen behauen haben. Und mit dem können sie schneiden. Das war schon ziemlich ein komplexes Werkzeug. Also, heutige Archäologiestudenten brauchen etwa 3 Wochen Training, bis sie das Ding können schlagen. Das war keine banale Geschichte. Also, aber man kann sagen, das ist die erste Kulturstufe, die archaische, die hat also, kann man sagen, von 6,5 Millionen Jahren angefangen und die hat also gedauert, eigentlich bis dann die magisch-animistische Kultur vor etwa 100.000 Jahren angefangen hat. Und dann sieht man, dass sich das immer mehr beschleunigt. Und jetzt ist es so, dass das Tempo sich so beschleunigt, dass der Prozess langsam sichtbar wird. Also lange hat niemand von Kulturentwicklung geredet und ich habe den Eindruck, so in den letzten paar Jahren wird das immer präsenter, das Thema. Also jetzt nicht nur mit Stufenentwicklung, mit Spiral und so Geschichten, sondern dass man auch in ganz verschiedensten Forschungsrichtungen sich um die kulturelle Evolution kümmert. Und dass es immer klarer wird, dass die biologische Evolution eine Fortsetzung gefunden hat in der kulturellen Evolution. Die Entwicklungen in den letzten Jahren habe ich bereits erwähnt. Für uns ist es so, dass ich sage, die Agilität und Selbstorganisation könnte super gute Treiber sein, Unterstützung, dass auch die Kulturentwicklung vorankommt. Weil eben bisher ist es wirklich so gewesen, dass es vor allem im Bereich von der institutionellen Ordnung, also von der Stufe 5 und von der Stufe 6, hat es viele Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren. Und wir sehen jetzt, dass schon Agilität hilft, auch mehr
in die Postmoderne zu fördern. Und man kann sagen, in der Stufe 5 und 6 sind erste Formen von Agilität und Selbstorganisation möglich. Wir haben gesehen, was die Limiten sind von jeder Stufe. Und dann so in der Stufe 7 kann man sagen, dann ist es so wirklich Teil von der Kultur. Es ist völlig etwas Natürliches. Also dann quasi muss man das nicht nur speziell über Methoden fördern, sondern ist es wie ein inhärenter Teil. Die, die das Beil kennen, kennen sicher das Schwanken zwischen ich und wir, also die Entwicklungsrichtung von der Menschheit und auch vom einzelnen Mensch wechselt immer wieder einerseits von der Ich-Orientierung in die Wir-Orientierung und zurück. Auf der Ich-Orientierung geht es um Macht, Autonomie, Durchsetzung, etwas bewegen, voranbringen, lernen, Unabhängigkeit, Autonomie. Und auf der Wir-Seite geht es um Gemeinschaft, Bindung, Rücksichtnahme, Wertschätzung. Also, und wir sind kulturelle Wesen, wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen wirklich beide Seiten. Und es ist so, dass sich zeigt, dass die Entwicklung, also auf der Stufe 9, kann man sehen, dass es immer weniger ein Widerspruch wird, sondern dass es immer natürlicher zueinander kommt und dass man eigentlich sagt, die beiden bedingen sich derart, dass man nur, wenn man wirklich autonomisch gut in Beziehung treten kann, zum Beispiel, dass das zwei Seiten von der gleichen Medaille wird. Barbara, wenn du gerade eine Denkpause machst, mehr eine Frage. Und zwar, Der Benjamin fragt, was ist der Unterschied von konkreter zu abstrakter Logik? Kommt. Okay. Kann ich auf mich vertrösten. Die das Biodynamics kennen, habe ich so mit einer grauen Farbe eingekreiselt, Nummer von Spiral, dass ihr das einordnen könnt. Und ich sehe jetzt hier wieder so mein Hadern die ganze Zeit. Man kann es richtig sagen, das 5 von Spiral ist sehr nah beim 6 vom Modell von der Löwinger. Aber also das 5 ist so ein von Spiral ist ein Mix zwischen dem 5 und dem 6 von der Löwinger. 6 von Spiral ist sehr, sehr nah beim Sydney von der Löwinger, aber ihr seht, bei der Löwinger ist sie in der Mitte und bei Spiral ist sie auf der Wir-Seite. Und ganz krass wird sie auf der Stufe 7, die systemische Stufe, gibt es teilweise auch in der Psychologie, dass sie als systemische bezeichnet wird, Stufe 8, aber auf komplett einer anderen Seite. Gut. Das ist auch eine spannende Betrachtung von Thomas Binder. Er sagt, es gibt hier zwei Reisen vom Erwachsenen. Die erste Reise vom Erwachsenen, die ist von der Stufe 4, von der gemeinschaftsbestimmten Stufe. Der Piaget hat bis und mit 4 beschrieben und dann gesagt, ja, mit 18 sind wir etwa dort. 18, 20. Und dann fängt die erste Reise vom Erwachsenen an, die heisst die Freiheit von anderen. Also auf der Stufe 6 sind wir noch wirklich zuerst mal in einer echten Unabhängigkeit von anderen und damit eigentlich viel beziehungsfähiger als vorher. Also es ist nicht so, dass das sehr eine egoistische Stufe ist, die 6, sondern es ist eine, wo man sieht, die kann zum Beispiel viel teamfähiger und kooperativer, aber gerade weil sie sehr eigenständig und eigenverantwortlich ist. Und die zweite Reise des Erwachsenen ist die Freiheit vom Ich. Also man nimmt sich selber im Ganzen so wichtig. Beides sind grosse Entlastungen. Also, man kann ein bisschen Stress abbauen mit Stufenentwicklung. Gut, also gehen wir Step by Step durch Kultur, Gesellschaft, individuelle Entwicklung, Organisationsentwicklung. Ich fange an mit der Stufe 1, archaisch, Clan, instinktiv. Da mache ich keine Organisationsentwicklung dazu. Diese Stufe ist so, dass wir die alle sehr, sehr intensiv nutzen. Also einer meiner Lehrer, der Gunter Schmidt, sagt, ja, wir sind 95% der Zeit sind wir eigentlich in dieser Stufe unterwegs. Und wir nehmen die viel zu wenig wahr. Und das ist ein Teil von der postmodernen Entwicklung, ist, dass wir uns viel, viel bewusster wieder werden an diesen früheren Stufen. Es geht darum, dass man so sieht, höher ist nicht besser, sondern jede Stufe hat ihre spezifische Stärke und wir brauchen jede. Und wir können lernen, viel bewusster und wertschätzen, mit jeder Stufe umzugehen.
Das ist eine sehr intuitive Stufe, eine ganzheitliche. Also die archaischen Menschen haben super gute Planungsfähigkeiten gehabt. Die haben, können eben zum Beispiel die Fußkeile herstellen, Holzspeer bauen. Da hat es auch sehr viel Geschicklichkeit gebraucht zum Jagen. Extrem viel Geschicklichkeit. Und man hat, es ist noch schwer zu sagen, welche Sprache das da war, aber so neue Forschungen gehen davon aus, dass schon sehr früh erste Wortsprachen da waren, aber vielleicht noch nicht ganz viel Grammatik. Also, aber so eine ganzheitliche, intuitive Intelligenz, wo man einfach intuitiv Absichten handelnd umsetzt. Wahrscheinlich waren das ziemlich egalitäre Klankulturen, recht kleine Gruppen, man hatte Aufgabenteilung, einfache, natürliche Hierarchien, also nicht so dominant, weil ich sehe, es gibt dann später andere Hierarchien, also wo man sagt, die Ältesten, die zum Beispiel am meisten Erfahrung haben, natürlicherweise übernehmen die gewisse Führungsrolle oder der Jagd der Geschickteste übernimmt die Führungsrolle. Viel gegenseitige Unterstützung, Gleichrangigkeit der Geschlechter ziemlich sicher, kein Besitz, kein Handel, alles wird geteilt. Wenn wir uns das Baby anschauen, dann sind die Lernaufgaben eben, wie gehabt, die Entwicklung von Bewegungsmuster, Objekterkennung, erste Wortschemata. Das Baby funktioniert sensomotorisch, das ist ein Begriff von Piaget. Das heisst, es ist quasi wie so, es lernt im Sensorik-Motorik, im Zusammenspiel, spielerisch, lernt das Kind gigantisch viel in dieser Zeit. Zum Thema Objekte können erkennen, am Anfang ist das Baby einfach ein Strom von Wahrnehmung, der nichts unterschieden ist. Und es kann zum Beispiel erst mit 8 Monaten kann seinen Körper vom Rest von der Umgebung unterscheiden. Also am Anfang ist überhaupt nichts unterschieden, ist alles ein grosser Informationsbrei. Man kann noch viel sagen über Stufe 1, ich mache mal weiter mit der Stufe 2. Die magisch-animistische Kultur, Clan-Kultur impulsiv. Die hat vor etwa 100'000 Jahren angefangen. Die Lernaufgabe hier ist, Macht über die Umwelt erlangen. In dem, dass die Menschen immer mehr auf Sachen bewusst wahrnehmen und sich selber, haben sie sich plötzlich als Gegenüber von der Umwelt erlebt. Und damit ist die Natur eigentlich zu etwas überwältigender geworden. Also Hitze, Kälte, Nässe, Stürme, Überfluss, Mangel, stellt euch vor, im Winter hat es plötzlich einfach keine Nahrung mehr gegeben. Also man hat sich dann total ausgeliefert gefühlt. Und vorher, wenn man sich nicht bewusst ist, nimmt man das gar nicht so richtig wahr. Jetzt haben sich die Menschen das bewusst wahrgenommen und haben das Bedürfnis bekommen, Macht über die Natur zu erlangen. Und dann sind Rituale entstanden, weil Ritual, der Mensch in dieser Stufe erlebt sich als Mittelpunkt von dem, was passiert. Er hat immer das Gefühl, ich bin der Ausgangspunkt. Also wenn schlecht Wetter ist, dann habe ich etwas gemacht, das schlecht Wetter ist. Und wenn er ein Ritual macht, hat er das Gefühl, er könnte die Phänomene bannen. Und das funktioniert bei den kleinen Kindern genau gleich. Und hier gibt es jetzt sehr viel mehr Artefakte aus der Forschung. Man sieht also aus der Archäologie, man sieht jetzt, die haben damals, man sieht ganz viele Informationen über Rituale, die man begangen hat, man sieht erste Beerdigungen. Das heisst, Menschen sind sich bewusst worden, ihrer selbst bewusst worden, und damit sind sie sich aber auch den Tod bewusst worden. Es gibt Malereien, Skulpturen, Naturmystik, es gibt Schmuck und man hat mehr und mehr Sachen davon erfunden. Das sind immer noch egalitäre Clankulturen gewesen, da weiss man, das sind wahrscheinlich maximal 200 Leute gewesen. Man hat jetzt hier auch sehr viele Informationen über schamanische Handlungen und aus dieser Zeit gibt es unglaublich viele Funde zu weiblichen Gottheiten. Also es scheint so Erdgöttinnen, Kult, Chimitäten sehr wichtig zu sein. In der individuellen Entwicklung sind das Kleinkinder von 2 bis 7, 8. Auch hier geht es darum, um Selbstständigkeit zu entwickeln. Also, das ist das, was die Kinder sagen, selber. Ich tue alles selber. Sie lösen sich aus der Symbiose mit der Mama, das ist die Trotzphase. Und dann, wenn sie alles selber machen, sie lernen selber essen, sich selber anlegen, können etwas basteln, sie lernen zählen, sie sind die gleichen Sachen können wie die Erwachsenen. Sie wollen sich als selbstständiges, eigenständiges Handlungswesen erleben. Und für das brauchen sie eine stabile Wahrnehmung. Und die Kinder sind in dieser Zeit noch nicht in der Lage, ihre Wahrnehmungsfehler
also weil unsere Wahrnehmung täuscht uns ganz häufig, sind wir uns gar nicht bewusst, haben wir inzwischen gut gelernt, die zu korrigieren, aber wie der kleine Kind ist das so, dass die Wahrnehmungsfehler nicht reflektieren können. Beispiel, ein kleines Kind sagt, der Mond folgt mir immer überall, wo ich hingehe, ist der Mond auch, der läuft mir immer hinten nach. Das ist ein Wahrnehmungsfehler, ein Interpretationsfehler. Oder wenn ein Kind mit den Eltern auf einen Turm geht und oben runter schaut, dann sagt sie, oh, da unten ist alles ein Spielzeughäusli und Spielzeugauto. Für das Kind sind das Spielzeughäusli und Spielzeugauto. Es kann das noch nicht reflektieren, dass vorher ja unten alles gross war und jetzt oben klein und dann wieder runter geht, ist wieder gross. Das kann das Kind erst mit 7, 8 reflektieren und dann den Wahrnehmungsfehler korrigieren. Das verbunden noch mit weiteren Aspekten macht dann das magische Denken aus. Das Kind erlebt auch vieles animistisch, genau wie in den frühen Kulturen. Und jetzt ab hier habe ich auch die Moral eingefügt. Die Moral von diesen Kleinkindern ist noch so, die haben null Verständnis für Moral. Also die können nicht irgendwie ein moralisches Verständnis, nicht mehr als moralisches Verständnis von was ist richtig und was ist falsch. Bei ihnen geht es nur darum, ich gehorche, um Strafe zu vermeiden. Und wenn die Eltern etwas verbietet, ist es einfach immer blöd. Man kann von einem Kind in diesem Alter von seiner Handlungslogik kein Verständnis erwarten. Okay, was war die Folge von dem, dass die, also ja immer jede Stufe ist eine Folge auf die Forderung und an die Denken Weiterentwicklung. Was war die Folge davon, dass Menschen probiert haben, quasi sich die Erde untertan zu machen? Das ist spannend, in der Bibel ist es ja auch so beschrieben, macht euch die Erde untertan. Menschen haben es geschafft, Pflanzen und Tiere zu domestizieren. Das heisst, sie haben es geschafft, Tiere zu züchten, die man kann, in der Sesshaftigkeit halten kann. Und man hat es auch geschafft, Pflanzen zu domestizieren, wo man kann sagen, man hätte die können anbauen und dann ernten. Und das war dann eigentlich der Beginn von der Herrschaftskulturen. Die Lernaufgabe, jetzt kommen wir zu der konkret logischen Wahrnehmung. Die Lernaufgabe ist hier mal, Wahrnehmungsfehler reflektieren. Das ist ein Teil der konkret logischen. Das heisst, der Jean Piaget hat ein wunderbares Beispiel gemacht. Er hat zwei Höchigläser genommen mit Wasser drin und hat eins davon in ein tieferes Glas, also in ein grösseres, breites Glas umgefüllt und hat dem Kind gefragt, in welchem Glas ist mehr drin? Ein kleines Kind sagt, im höheren Glas ist mehr drin als im breiten, weiten Glas. Ein Kind, das die Stufen erreicht hat, sagt, ja, also vorher und nachher, das muss gleich viel Wasser sein. Also das kann reflektieren und kann sagen, da ist kein Wasser verloren gegangen. Es muss immer noch an beiden Orten gleich viel drin sein. Und so gibt es verschiedenste Wahrnehmungsfehler, die man im konkret logischen Denken lernt zu korrigieren. Also das ist sehr viel eine realistischere Weltsicht, schon Stufe 3. Und zum konkret logischen Denken gehört alles, was so unsere Kultur, Basiskulturtechniken sind. Lesen, schreiben, zählen, vor allem auch messen, wägen, Längen, Volumen, Abschätzen und so weiter. Alles, was sich an konkreten, realen Gegenständen orientiert. Und das ist ja das, was quasi die Schulkinder lernen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Didaktik darauf achten, dass für die Kinder das wirklich immer am konkreten Gegenstand stattfindet. Angefangen hat die Kulturstufe vor rund 12'000 Jahren mit der Sesshaftigkeit, mit der Domestizierung. Es sind dann erste, sehr schnell Städte entstanden, bis zu 8'000 Menschen. Die Stufe ist sehr selbstorientiert. Also in dieser Stufe ist erst noch so eine ganz klare Ich-Orientierung drin. Die Selbstorientierung sagt, ich muss dafür kämpfen, dass es mir gut geht. Sie kreisen also noch ein bisschen um eine unklare Mitte. Sie tun gerne innere Vorgänge nach außen projizieren. Also wenn ihr so die innere Psyche von einer Stufe 3 Mensch, könnt ihr an der antiken Mystik, kommt das wunderbar zum Tragen. Und die Moral ist eine Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie wir so ich dir. Also ihr Zweckdenken verhalte ich so, dass es dir nützt. Und zur Moral gehört auch, also eigentlich kann ich auch ein bisschen beschissen, aber ich darf mich nicht verwischen. Also so ein Kind in der Schule ein bisschen beschissen, ist das absolut stufengerecht. Also Schulkinder sind genau in dieser moralischen Stufenentwicklung drin.
gesellschaftlich ist das eine geprägte Zeit von der Entwicklung von einer absolut dominanten Herrschaftskultur mit einer Machthierarchie, mit einer Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Es hat gewisse Transparenz gegeben, die sind sehr instabil gewesen, die Hierarchien. Also die Herrscher haben dauernd müssen, also man hat sich eigentlich am mächtigsten Menschen untergeordnet und die Herrscher dauernd müssen dafür kämpfen, quasi möglichst viel Macht akquirieren, damit sie weiterhin können herrschen. Es war sehr instabil gewesen, es hat laufende Intrigen, Machtkämpfe, Revolten usw. gegeben. Und es war auch möglich gewesen, auf- und abzusteigen in der Pyramide. Die Stufe ist geprägt erstmals von Besitz. Besitz war total wichtig gewesen. Die ersten Gesetze sind entstanden rund um Besitz. Also ein Vergehen, also jemandem etwas stellen, war viel schlimmer gewesen als jemanden umbringen. Aber gleichzeitig hat es auch Schuldenerlass gegeben, also was den Trömer abgeschafft haben. Ja, es war sehr eine ausbeutende Kultur gewesen. Es hat bei den Clankulturen kennt man ganz, ganz wenig so quasi spontan kriegerische Raufereien, Auseinandersetzungen. Aber hier hat es jetzt erstmals organisierte Kriege gegeben, und zwar von einer unermesslichen Brutalität. Also so quasi den Gegner am Erdboden gleich machen, war so ziemlich das Übliche gewesen. Und gleichzeitig gewaltige zivilisatorische Entwicklungen. Also das ausufernde Ich, sagt man dem, so dieser Stufe, hat so beides hervorgebracht. Unglaubliche Macht und Zerstörung und gleichzeitig auch eine unglaubliche Kreativität. Und der Bildungsstand in der Mittel- und Oberschicht war sehr hoch gewesen, sehr viel höher als lange Zeit im Mittelalter. Dann, wenn wir jetzt die Schulkinder anschauen, also das sind wirklich genau die konkret logischen Aufgaben, die in der Antike entstanden sind. Was vielleicht noch spannend ist, dass die grossen Städte, die haben Organisation verlangt und die konnte man nur bewältigen, eigentlich dadurch, dass Bürokratie entstanden ist. Und Bürokratie ist eigentlich der Ursprung der ganzen Zivilisation. Also die Bürokratie hat Zahlen, Lesen, Schreiben, Buchhaltung und Wissenschaft erfunden. Das ist noch spannend. So. Die Schulkinder lernen dann die ganzen Kulturtechniken. Sie können jetzt mit Wahrnehmungsfehlern umgehen. Sie sind extrem an konkreten Sachen interessiert. Zum Beispiel so Guinness-Buch, der Rekorde und so Zeug. Also alles, was so mit konkreten Sachen zu tun hat, ist so für die Kinder wichtig. Die Kinder leben sich als souverän. Wenn man genau her schaut, dann sind sie sehr selbstorientiert. Also Kinder untereinander können unglaublich brutal sein. Und sie sind sehr manipulativ, wenn es darum geht, ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Weil sie einfach noch keine Möglichkeit, mit anderen wirklich Bedürfnisse auszuhandeln. Kinder erstmal einen privaten Raum. Also sie überlegen sich, wem sie was erzählen. Die kleinen Kleinkinder erzählen jedem alles, gerade so was in den spontanen Sinn kommt. Schulkinder machen das nicht. Die überlegen sich sehr gut, wem sie was erzählen. Sie erkennen das Rollenschema und sie können jetzt erstmal Perspektiven übernehmen. Sie können das also wie ab und zu mal schon verstehen, warum Mama jetzt etwas verbietet, zum Beispiel. 5-7% der Erwachsenen sind nach wie vor auf dieser Stufe. In einer Taskforce ist das eine super gute Organisation, aber es gibt auch nach wie vor immer mal wieder Machthierarchie. Das sind so Führungskräfte, die wirklich sagen, entweder bist du für mich oder gegen mich. Also man muss manchmal sehr gut heranschauen, aber das können ziemlich heftige Organisationen sind, wenn eine Führungskraft wirklich aus dieser Stufe herausführt. Und was auch wichtig ist, im Konfliktfall fallen wir eigentlich alle auf diese Stufe zurück. Das ist ganz, ganz wichtig und darum ist es wichtig, diese Stufe gut zu kennen. Und was auch wichtig ist, wir werden zwar mit jeder Stufe handlungsfähiger, aber interessanterweise sind die frühen Machtformen sehr viel mächtiger als die später. Also die können immer die frühen Machtformen oder die früher Macht kann eine spätere Macht immer unterwandern. Man muss also sehr clever heranschauen, dass das nicht passiert. Und das ist vor allem Stufe 8, die das super gut kann, wo quasi alle Machtstufen im Blick hat und lernt, mit diesen verschiedenen Machtstufen so umzugehen, dass das Unterwandern nicht mehr möglich ist. Darum ist wahrscheinlich die Stufe 8 so wichtig bei Führungskräften, dass die helfen, die fortschrittlichen Organisationen, dass die erst blühen können, wenn es gelingt, die Unterwanderung von den frühen Machtstufen zu verhindern. Gut. Die Antike hatte also wirklich das Problem von dieser Instabilität und von dem ausufernden Egoismus auch. Und das war dann so die Erfindung von der gottgegebenen Ordnung.
Interessanterweise kann man sagen, dass die Gemeinsamkeit von allen Religionen und von allen antiken Philosophien ist eigentlich, die propagieren, dass sich der Mensch an einem Ideal muss unterordnen muss. Es kann ein unterschiedliches Ideal sein, aber dass der Mensch sich, also, dass der Mensch eigentlich schlecht ist, dass er böse ist, kann man nachvollziehen nach der Stufe 3. Nach Stufe 1 und 2 überhaupt nicht. Aber Stufe 3 ist so quasi, dann hat man gesagt, der Mensch ist schlecht. Und jetzt muss er so quasi so ein Ideal nehmen und mit Hilfe von dem Ideal muss ihm gelingen, so seine schlechte Seite zu unterdrücken. Die Lernaufgabe von dieser Stufe ist Ruhe, Stabilität, Verlässlichkeit. Aber so quasi, ich muss mein Haus auf und ich eindämmen, ich muss ein guter Mensch sein. Also diese Stufe ist moralisch wirklich, ich möchte ein guter Mensch sein. Und zwar, ich unterwirf mich an Normen, die von außen vorgegeben sind. Und das sind alles ziemlich abstrakte Gedanken. Und jetzt, da ist dann die Geburtsstunde von der abstrakten Logik. Also abstrakt heisst eine Logik, die nicht an etwas Konkretes gebunden ist. Ich komme noch auf so ein paar Beispiele, was dann in der Schule zur abstrakten Logik gehört. Der Verstand übernimmt den Kontroll über innere Vorgänge. Also das heisst, ich muss mich kontrollieren, ist das auch die Idee. Und man soll nach dem Rechten handeln, nach Erkenntnis, nach Mitgefühl streben. Von der Gesellschaftsordnung, es ist immer noch eine Hierarchie, aber die ist deutlich anders. Hierarchie heisst wörtlich übersetzt die von Gott gegebene Ordnung. Und das ist jetzt eine von Gott gegebene Ordnung, das heisst, die Stufe hat sehr viel mit Gehorsam zu tun. Also die Menschen ordnen sich auch dieser Hierarchie unter, sie akzeptieren das. Sie orientiert sich auf, ja, im Jenseits wird es mir dann besser gehen und hier finde ich mich jetzt halt mit meiner Position ab. Es gibt ganz klare Rollenbeschreibungen da drin. Die sind nicht immer so super erfüllt worden, aber eigentlich wäre es ein Geben und Nehmen. Also die Oberen müssen den Unteren auch etwas leisten, aber in Tat und Wahrheit war es natürlich so, dass quasi 90% von den Bauern und von den Hörigen haben quasi für die Versorgung von der ganzen Bevölkerung gesorgt. Aber erstaunlich stabil nach diesen ganzen Instabilitäten in der Antike. Und eben, was speziell ist, ist eine klare Rollenverteilung. Und es ist offensichtlich gelungen, ich einzudämmen. Es ist nicht nur sehr viel ruhiger geworden, es hat auch zivilisatorisch praktisch nur ganz wenige Entwicklungen gegeben in dieser Zeit. Und von der Bildung her hat es auf jeden Fall einen Rückschritt gegeben. Wenn wir die Lernaufgaben nehmen, jetzt von den Schulkindern, also das ist so Sekundar-Gymnasiumsstufe, sie können sich ganz, ganz stark an der Peer-Group orientieren. Es ist so ein bisschen die Frage, wie muss ich hier sein, damit ich richtig bin. Man orientiert sich an einer Gruppennorm. Und da sieht man jetzt abstrakte, formale Logik. Da gehört zum Beispiel das hypothetische Denken dazu. Also wenn man ein Schulkind in der zweiten Klasse fragt, du, was wäre, wenn wir Augen am Hinterkopf hätten? Dann sagt das, haben wir gar nicht. Das kann sich nicht auf so eine hypothetische Frage einlassen. Hingegen ein 12- bis 14-Jähriges macht das. Und es fällt dann auf ein Überlegen, wie wäre das, wenn wir Augen am Hinterkopf hätten? These, Antithese, Synthese, so quasi Dialektik, logisches Folgern, also logische Denkstrukturen, also so die ganzen Paradoxonfragen und so weiter und dazugehörig. Einfache Klassenbildung können auch schon die kleineren, aber jetzt komplexe Klassenbildungen, Klassenfehler erkennen und so weiter. Und dann auch so tiefere Formen von Sachen über Erwägen, Überdenken, Bewerten gehören zu dieser abstrakten, formalen Logik. Was auch dazu gehört, sind Regeln und Anweisungen befolgen und Erwartungen erfüllen. In dem Alter, also die Kinder haben vielleicht schon erlebt, dass die Jugendlichen gerne so die abstrakte Disput führen, weil sie die neue Entdeckung, das ist eine völlig neue Welt für die jungen Menschen. Die wollen sie dann so erproben und können dann so ad absurdum irgendwelche wirklich sehr abstrakte Diskussionen führen. Bei den Erwachsenen sind das im Moment etwa 10-12%. Also in der Organisationsentwicklung erlebe ich die als sehr traditionsorientiert, möglichst nichts verändern. Sie wollen wirklich äußere Normen und Regeln, verhalten sich sehr konformistisch, gehorsam, sie tun sich unterordnen, einordnen, das ist für die kein Problem. Viel ritualisiertes Verhalten
Und wenn die redet, dann tönt es immer sehr unpersönlich, klischeehaft, häufig schwarz-weiß. Und sie sagt nicht gerne das, was, was sie das Gefühl hat, was der andere will hören. Und sie möchte, sie betont das Gleiche und das Verbindende und nicht, was die Unterschiede sind. Wenn wir das jetzt in der Organisation anschauen, kann man sagen, die Agilität, also die wollen das gar nicht. Weil die, das ist, also erstmal verstehen sie schon gar nicht, was das soll. Die schätzen das eigentlich möglichst routiniert. Die Organisation ist stärker, ist wirklich, dass die eine hohe Zuverlässigkeit haben für Routinetätigkeiten und vor allem für Sachen, die sehr sorgfältig und vor allem eine höchste äußere Qualität haben. Teamarbeit ist auch nicht wirklich möglich, man ist zwar sehr hilfsbereit, aber echt zusammenarbeiten findet praktisch nicht statt. Und von den Konflikten her ist so, dass es ganz häufig kalte Konflikte gibt, also unterschwellige Konflikte. Und man sucht sich am liebsten irgendjemanden, wo man quasi kann sagen kann, also wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Oder dass die Teams haben gerne einen schwarzen Peter. Einfach, dass man so ein bisschen weiss, wo die Konfliktenergie fließt. Das wäre mal Stufe 4. Stufe 4, logische Folge, wenn man sich einordnen muss, gehorchen, sich immer anderen orientiert, ist die logische Folge. Das hat eigentlich lange in Ruhe gehen, dass die Leute sich so unter den Butter und sie haben auch sehr schnell haben schon Bewegungen angefangen, wo so kleine Befreiungskämpfe angefangen hat. Also kulturell sieht man, dass schon im 11. und 12. Jahrhundert hat es überall so kleine Inseln gegeben. Wirtschaftlich haben wir probiert, Eigenständigkeit zu erreichen, einzelne Städte haben Eigenständigkeit erreicht, dann hat es erste freie Universitäten gegeben, es ist die Reformation gekommen, die sehr viel Befreiung gebracht hat, die Renaissance hat die Rückbindung gebracht, die Antike, das Wissen, also es ist quasi ganz viel Bewegung gewesen von, wir wollen selber denken, wir wollen selber in die Verantwortung gehen und das hat dann mit der Zeit zur Entwicklung von Stufe 5 geführt. Die Lernaufgabe ist jetzt wirklich hier eine höhere Rationalität, auch Wissenschaftlichkeit, nachvollziehbare, klare Kriterien, sehr viel Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind die Hauptlernaufgaben. Vom Weltbild her, vom Denken interpretieren, ist das ein mechanistisches, rationales Weltbild, linear, Ursache-Wirkungsdenken. Man hat die Idee, man kann durch genaue Beobachtungen die Wahrheit erkennen. Der Fokus ist sehr im Detail. Man ist entweder auf Effizienz oder auf Genauigkeit. So, aber absolut, absolut im Detail, sehr sorgfältig, auch kontrollierend und kritisch und gleichzeitig selbstbewusst. Das sind sehr disziplinierte Menschen. Da ist auch die Idee, dass man Gefühle unter Kontrolle behalten nach wie vor. Also die anderen sollen nicht merken, wie es einem geht. Mit Feedback tut man sich schwer. Also man nimmt maximal Feedback von jemandem, den man wirklich als Experten ansieht. Also jemand, wo man sagt, das ist jetzt wirklich ein echter Experte, von dem Mal, ich würde etwas sagen, aber sonst von niemandem. Also Feedback tut man sich hier schwer. Man kann sich gegenüber Erwartungen von anderen distanzieren, das macht man manchmal ein bisschen einfacher. Und viele Menschen haben dieses Bedürfnis, sich abzugrenzen und von anderen zu unterscheiden, während es in der vorderen Stufe immer das Gleiche betont worden ist. Gehen hier Menschen, wenn sie sagen, hey, ja, aber ich bin anders und ich habe eine andere Meinung und eine andere Idee. Was wichtig ist bei dieser Stufe, ist, dass die noch nicht ganz, ganz unabhängig ist. Die braucht ein Identifikationssystem, um sich zu stützen. Die meisten stützen sich auf irgendeine Fachausbildung. Also sie sind stolz, dass sie Experten sind in einem bestimmten Bereich. Sie sind stolz auf bestimmte Methodenkenntnisse, die sie haben, Standards. Aber man kann sich also mit verschiedenen Sachen identifizieren, die einem so einen Halt gibt. Und wenn man mehrere Identifikationen gibt, dann führt das auch zu Spaltungen, die Menschen selber nicht wahrnehmen. Hier ist Moral, die wird sogenannte institutionelle Moral bezeichnet. Erfülle die Pflichten, die du übernommen hast. Das ist zum Beispiel auch die Pflicht als Staatsbürger, gehört ja dazu. Also es ist ja die Stufe, wo unser moderner Staat dazugehört. Wir sehen hier den Grundaufbau von unserem modernen Staatswesen. Wir haben also einerseits Gesellschaft mit gewissen freien Gütern, wir haben den Staat mit legislativen, judikativen, exekutiven, also getrennte Teilsysteme sind wichtig. Dann haben wir Bildung als Trendsystem, Medien, Wirtschaft, Finanzen, Kunst und Kultur. Und was ganz wichtig ist, alle Systeme sind eigentlich auf Gleichgewicht. Also die Selbstorganisation, die kann auf Gleichgewicht sein oder auf Schneeball. Die sind eigentlich alle auf Gleichgewicht, außer die Wirtschaft
Und die Finanzen sind auf Schneeball, die anderen auf Gleichgewicht. Und jedes Staatswesen hat eine klare Aussengrenze. Das erinnert euch vielleicht für die, die in der Selbstorganisation geschaut haben, dass es ganz wichtig ist für die Regulation des Systems. Und man hat klare Austauschregeln gehabt. Also früher hat es auch die Zollgeschichten gehabt und so weiter. Das war so mal bei der Gründung von der Staatskultur. Also, dass es dann klare Spielregeln zwischen den einzelnen Systemen gab. Die Expertenorganisation, die können super gut mit schlecht strukturierten Problemen umgehen. Also, wenn man in der Stufe 4 irgendetwas gibt und sagt, hey, du löst mal das Problem, dann haben die, das ist ganz, ganz schwierig. Aber Stufe 5, Organisationen lieben schlecht strukturierte Probleme. Immer das Problem, dann kann ich das analysieren und komplizierte Probleme lösen, anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben machen. Entweder Effizienzsteigerungen, zum Beispiel Fertigungsprozesse oder eben etwas Neues entwickeln. Führung ist in der Regel sehr auch logisch, rational, faktenbasiert. Also, ich tue extrem gerne über Zahlen führen. Es ist eine institutionelle Macht mit ganz häufig Fachsilos. Und ganz häufig tun sich die verschiedenen, also man hat Fachsilo heisst Finanzen, IT, Personal, Marketing, Produktion. Und die verschiedenen Fachsilos tun quasi sich gegenseitig bekämpfen. Also, und dann gibt es die berühmten Schnittstellen, auch Prozesse zum Beispiel sind innerhalb der Fachsilos nicht übergreifend. Also die Zusammenarbeit fachübergreifend ist in dieser Organisation ganz schwer möglich. Man orientiert sich an Methoden und Standards. Die Menschen übernehmen sehr viel Verantwortung, sie wollen etwas leisten, best effort, sie verfolgen eigene Ziele. Und was es manchmal ein schwierig macht, ist, dass die Experten haben so my way or no way. Weil man sich eigentlich um Genauigkeit und Wissenschaftlichkeit bemüht, hat man das Gefühl, ja, aber das sehe ich doch richtig und jetzt sehe ich die Wahrheit. Und dann kann es gar nicht sein, dass ein anderer das anders kann sehen. Und da gibt es relativ viel so ziemlich harte Debatten und Clashes. Also in der Kommunikation gehört man sehr viel dedizierte Meinungen. Ich weiss, dass es richtig, wie es richtig ist. Aber harte Debatten. Es gibt auch die, die gut sind, die Pseudo zulassen. Und meistens ist es nur Pseudo zulassen, die wissen innerlich dann gleich, was richtig ist. Also es wird wenig zugelassen, viel argumentiert und viele sind frustriert, wenn niemand zulässt. Das ist auch das, was ein bisschen Teamarbeit schwierig macht. Es gibt Teams, die es gut können miteinander. Meistens ist es so, dass die sich einig sind in gemeinsamen Standards. Die helfen dann, so Zusammenarbeit zu organisieren. Aber wirklich echte Teamarbeit ist hier eher schwierig. Agilität ist hier erstmals möglich. Also Teams können gut zum Beispiel mit faktenbasierten Tools schaffen, zum Beispiel eine Verbesserung von einer Burndown Rate und so weiter. Lean-Ansätze können hier auch sehr gut angewendet werden. Aber vieles, wenn man so draussen drauf schaut, ist ein bisschen kochen nach Rezept. Es fühlt sich dann ganz, ganz viele Routinen mit der Zeit steif an. Das kann ich nicht wirklich ganz einen natürlichen Zugang dazu. Jetzt möchte ich schnell dir eine Chance geben, noch einen Schluck Wasser zu nehmen. Ich habe zwei, drei Fragen. Ein paar. Ja, gut. Die nächsten Stufen sind natürlich mega spannend und brauchen wir das Backlog von den Fragen abarbeiten. Claudia hat gefragt, ob es heute junge Menschen gibt, die schon in höheren Stufen einsteigen oder in die Arbeitswelt kommen, als früher wahrscheinlich. Falls ich es nicht richtig gemacht habe, Claudia, musst du präzisieren. Ja, ich glaube, die Frage gut verstanden. Also ganz wichtig ist, wir sagen nicht höhere Stufen, sondern mit späteren Stufen. Wir reden von früher und später, um ein bisschen Wertung rauszunehmen. Und es ist tatsächlich so, dass man beobachten kann, dass die jungen Menschen eigentlich so 20, 22 dort heranwachsen, wo die umgebende Kultur ist. Also das heisst, also ich bin mit 20, also da, ich bin in der Innerschweiz aufgewachsen. Also es kann sein, dass es bei reformierten Umfeldern ein bisschen, könnte sein, dass die schon ein bisschen fortschrittlicher gewesen sind. Also ich bin mit 20 noch in einer sehr traditionsorientierten Kultur drin gewesen. Also aber wenn die Umgebung quasi in einer reiferen Kultur ist, dann entwickelt sich die jungen Menschen automatisch bis zu dem Punkt her in der Regel von der Stufe. Okay. Benjamin hat eine ganz spannende Frage gestellt. Welche Wege aus der Stufe 4 gibt es? Also hier wäre vielleicht eine kurze Antwort, weil ich das Gefühl habe, da könntest du ein Buch schreiben drüber. Kommt. Ich habe eine ganze Liste von Angeboten Wege aus der Stufe 4. Danke für die Frage, ich liebe sie. Ich habe gewusst, die muss kommen.
Wie geht man mit den unterschiedlichen Maturitätsleveln innerhalb einer Organisation um? Deckt sich das ein bisschen mit den Auswegen aus den verschiedenen Stufen? Würde ich auch gerne vertagen, komme ich auch dazu. Okay. Also wenn ich niemand unterbuttert habe, dann wärst du nicht Fragen gesehen. Ich hoffe, du hast dich schnell ein bisschen erholen können. Und ich spann wieder dir. Du, ist es okay, dass ich einfach jetzt die anderthalb Stunden durchziehe, dass wir keine Pause machen? Ich schaue so ein bisschen auf Teilnehmer und so wie es aussieht, sind die noch voll gebannt und lasse dir zu. Also, okay. Und sonst, also, der Teilnehmer meldet mich über den Chat, wenn es nicht zu langsam geht oder zu schnell geht. Genau. Schauen wir. Okay. Zurück zu dir, Barbara. Danke. Also die eigenbestimmte Stufe ist jetzt eigentlich der Abschluss, die Freiheit von anderen. Also jetzt geht es wirklich darum, dass ich mich als Individuum an meine eigenen inneren Wertnormen und Ziele orientiere und das auch anderen zugestehe. Es ist gleichzeitig damit auch sehr viel Eigenverantwortung verbunden. Verbindlichkeit, also in Organisationen geht es darum, zum Beispiel, dass man klare Commitments lernt zu entwickeln. Also wenn ich sage, hey, bis morgen Abend mache ich das, dann können sich alle darauf verlassen, ich mache das bis morgen Abend. Zum Detailfokus kommt jetzt Denken in Zusammenhang. Und zwar, dass man kann wechseln. Man kann ins Detail gehen und in Zusammenhang. Jetzt kenne ich das T-Shirt. Es geht wirklich darum, dass ich kann vernetzt denken kann, dass ich langsam auch anfange, systemisch zirkulär, dass ich sehe, so, ja, es ist nicht alles so ursachenwirkungsbezogen, sondern das zirkuläre Denken führt mich weiter. Und ich fange auch an, Entwicklungen über Zeit zu sehen, also dass Sachen nicht immer gleich sind, sondern dass, also eben zum Beispiel, dass ich jetzt so eine Kultur entwickle, das sieht eigentlich eine Stufe 6 Phasen. Und Lernen zweiter Ordnung kommt jetzt hier, das ist so der Problemlösungszyklus, also der, wo ihr die Agilität auch kennt. Ich mache ein Experiment, schaue, wie es rauskommt, schaue das Ergebnis an und dann lerne ich und verbessere und fange wieder neu an. Es ist unglaublich hohe Eigenverantwortung. Die Unabhängigkeit bringt auch gewisse Gelassenheit. Das ist wirklich, man ist gelassener, wenn man sich an sich selber orientiert. Man wird direkter, klarer, authentischer. Und weil man so, es ist viel mehr Gegenseitigkeit da, also ich erlaube mir meine eigene Meinung, meinen eigenen Standpunkt und selbstverständlich gilt, es ist unangenehm, wenn andere Meinung sind, aber es ist logisch, dass wenn ich es für mich will, dann muss ich das den anderen auch zugestehen. Feedback kann hier schon sehr viel besser genommen werden, auch nicht von jedem und jeder Situation, aber schon sehr, sehr viel besser. Und teilweise wird es auch wirklich gesucht, dass die Menschen ja lernen und sich weiterentwickeln hier in dieser Stufe. Und darum sagen sie, ja, Feedback, also das hilft mir, ich kann etwas lernen. Höhere Eigenverantwortung, höhere Wettbewerbs- und Leistungsorientierung und so ein bisschen Nachteile, manchmal sind es wirklich manchmal Verbesserungs- und auch Kontrollfreaks. Also auch zum Beispiel Führungskräfte haben manchmal eine Tendenz, weil sie die Mitarbeiter möchte davor bewahren, etwas falsch zu machen, zu viel zu kontrollieren. Ein extrem hohen Fortschrittsglauben, also die Idee mit Technik, kann man jedes Problem lösen. Von der Gesellschaftsentwicklung her sehen wir jetzt, dass die zwei Wachstumskreise, die sind jetzt halt einfach gewachsen und die haben sich wirklich quasi in alle Teile hineingerappt und ja, dominieren jetzt halt den Rest. Also man kann sagen, die Nationalstaaten sind geschwächt. Einerseits durch den Individualismus, weil die Stufe 5, die Menschen identifizieren sich in der Stufe 5 mit dem Staat, was sie im 6 viel weniger mehr machen. Und Nationalstaaten sind geschwächt dadurch, dass man in der Liberalisierung immer mehr Grenzen abgebaut hat. Zum Beispiel ist es ein totales Problem für die europäischen Nationalstaaten, dass sie ihre Volkswirtschaft nicht mehr können steuern können, weil sie für ihre Volkswirtschaft keine eigene Währung haben. Also die sind ja jetzt alle im Euro. Zum Beispiel Italien kann jetzt nicht einfach hergehen und ihre Lieren abwerten, was sie früher immer gemacht haben. Also dortige Mechanismen, also es ist alles viel, viel zusammenhängender geworden. Also die Selbstregulation hat sich verändert. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, die wir heute davor stehen. Also von der Kulturentwicklung allgemein ist es eben ein höherer Individualismus, kann man eben auch sagen. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden und Multioptionsgesellschaft bringt es auch mit, dass wir jeden täglich unzählige Entscheidungen empfehlen. Was wir in Stufe 4 alles noch nicht müssen, dort ist der Weg viel, viel vor, das Lebensweg zum Beispiel viel, viel vorzeichnender gewesen. Die Stärken von dieser Organisation sind, dass sie sowohl im Detail wie im Gesamtsystem kann denken kann, dass sie
sehr viel mehr auf Effektivität fokussiert als nur auf Effizienz. Führung schafft sehr, also eigentlich schafft grosse Spielräume, sie sorgt für klare Ziele, zeigt Zusammenhänge auf, gibt klare Feedbacks, unterstützt Mitarbeiter in ihrer Entwicklung. Mitarbeiter sind sehr engagiert, übernehmen die Verantwortung, verbindlich, Teamkompetenz. Erstmals wirklich die Teamarbeit, die auf Gegenseitigkeit beruht. In der Kommunikation geht es darum, einerseits können gut zu argumentieren, andere wollen zu überzeugen, auch andere Perspektiven, aber auch gleichzeitig andere Perspektiven zu hören und zu gelten zu lassen. Und das mit weil man wirklich viel Verantwortung übernimmt und dann ein bisschen Kontrolle ausübt, da geraten wirklich Kontrollverläufe immer wieder an gegenseitige Quere. Also gerade zum Beispiel zwischen agilen Teams, die quasi eine höhere Kontrolle übernehmen also Verantwortung übernehmen für das, was sie leistet und dann Führungskräfte, die oben runterkommen mit ihrem Kontrollsystem und da gibt es regelmässig Konflikte um das Thema. Von den Organisationsstrukturen sind das häufig mehrdimensionale Organisationen, also Matrix-Organisationen. Und was ganz wichtig ist, sehr zentral sind wirklich End-to-End-Prozesse, einfach die Durchgängigkeit. Und es braucht ein Management-System, das die Durchgängigkeit, die Gesamtzusammenhänge aufzeigt. Agilität ist hier jetzt schon sehr viel mehr möglich, sehr viel flexibler, offener. Also man geht sehr hier auf Effektivität, auf Kundennutzen und so die Selbstorganisation und Eigenbestimmung, Eigenverantwortung passt hochgradig gut zusammen. Aber Spannungen gibt es mit diesen Managementsystemen, wo, also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass die zwei Systeme harmonisch miteinander funktionieren. Stufe 7, das wäre die erste postmoderne Stufe. Die Lernaufgabe ist hier, dass wir jetzt ein bisschen zurückbesinnen auf unsere Wurzeln. Und sagen, wir haben eigentlich eine sehr intuitive Seite, also Kopf und Bauch. Man lernt die sogenannte Ambiguitätstoleranz, also mit der Mehrdeutigkeit umzugehen. Man muss nicht immer alles eindeutig machen, man kann trotzdem handeln. Es geht um echten Kontakt, um Empathie, Sinnorientierung, also Stichwort zum Beispiel New Work. Und man tut ganz viele gesellschaftliche, anerkannte Wahrheiten hinterfragen und auch sich selber zünftig hinterfragen. Also die Stufe, wo man wirklich sich unglaublich hinterfragt. Alles ist relativ. Alles kann unterschiedlichste Facetten haben. Man nimmt wahr, dass man selber seine Wahrnehmung mitprägt, dass man so quasi Mitschöpfer ist von seiner Wahrnehmung, dass jede Welt sich subjektiv ist, dass Menschen wirklich die Welt total unterschiedlich sind. Und es ist die zweite Reise, Startpunkt für die zweite Reise von Erwachsenen. Man nimmt verschiedene innere Anteile wahr und setzt sich kritisch mit seinen verschiedenen inneren Anteilen. Also wir sind nicht eine einheitliche Persönlichkeit, sondern wir haben verschiedene innere Anteile, die teilweise schlimmer sind als jetzt das Team, mit total vielen inneren Konflikten und mit denen fängt man sich auch befassen. Abbau von Hierarchie ist ein total wichtiges Thema. Also hier nimmt man sich sehr bewusst, wenn jemand ein anderer Mensch, also wenn man zum Beispiel von anderen als Objekt behandelt werden oder wenn wir andere als Objekt behandeln, beides tut uns weh. Es geht wirklich darum, einander von quasi auf Augenhöhe zu begegnen. Und lernen, zweite Ordnung weitet sich aus. Die pluralistische Kultur, ich habe also ein paar Stichworte zu Impuls. Die weiteren Impulse, die kennen wir alle. Also das sind wirklich die Bewegungen, wenn eigentlich alle in Richtung pluralistische Kultur. Macht verändert sich ganz stark. Es geht jetzt um Macht miteinander. Macht ist ja nicht per se schlecht. Macht brauchen wir, um etwas zu bewegen, um etwas voranzubringen. Und jetzt geht es viel mehr darum, Macht miteinander zu haben. Eben Hierarchie, freie Augenhöhe. Und das habe ich bereits schon erwähnt, die wirklich grosse Herausforderung, die sich hier stellt, ist, dass die Kultur wirklich muss aufpassen, dass sie nicht von früheren Machtstrukturen unterwandert wird. Sowohl der Stufe 3, wie auch die Stufe 5 und Stufe 6 haben Tendenz, die Stufe hier zu unterwandern. Und da ist das Mittel der Wahltransparenz, was in der Agilität auch ganz wichtig ist. Weil Transparenz von Machtstrukturen erodiert verdeckte Formen der Macht. Und Wertewandel ist auch ein ganz wichtiges Element. Ich denke, der Claire Graves hat das super erkannt, dass wirklich die Werte sich verändern von Stufe zu Stufe. Aber das ist nicht der Kern der Veränderung, sondern eigentlich die Folge. Die visionär partizipative Organisation, die zeichnet sich aus, sind häufig sehr kleine Organisationen, Unternehmer, also eigener geführte Organisationen.
Sie haben eine extrem hohe Innovationskraft, auch visionär, innovativ. Sie schaffen sich laufend am Markt anzupassen, zu lernen, sich zu weiterentwickeln. Da habe ich eine ganz hohe Agilität. Die Führung ist visionär, motivierend, partizipativ und sie schafft viel mehr am System, also um eigentlich die gesunde Selbstorganisation zu fördern. Macht, habe ich bereits gesagt, situativ wechselnde Führung. Mitarbeiter sind ganz häufig sind die schrägen Vögel, oder Querdenker, innovativ, aber auch sehr, sehr kooperativ, experimentierend und hochgradig intrinsisch motiviert. Und hier wird jetzt so Teamarbeit wirklich zum Teil von DNA, weil man sieht, das Ganze ist mehr als einer, die Summe seiner Teile. Also wenn es gelingt, wirklich gemeinsam kreativ unterwegs zu sein, dass man da sehr viel stärker ist. Der grosse Nachteil von dieser Stufe ist, durch das man quasi gefühlt in jede Perspektive muss gehört und verstanden werden und jede Sichtweise ist wichtig, dass es teilweise endlose Klärungsgespräche geht. Da braucht es wirklich super gute Routinen, die helfen, effizient die verschiedenen Perspektiven einfließen zu lassen, auch irgendwann mal einen Punkt zu finden und nicht wirklich das Gefühl haben, man muss wirklich jeden Standpunkt können integriert haben. Und hier kann man sagen, ist Agilität wirklich Teil von DNA. Und das ist die erste Stufe, wo Agilität nicht nur im Team möglich ist, sondern auch für ganze Organisationen, Selbstorganisationen möglich ist. Und zwar eigentlich in einer sehr natürlichen Form. Wenn jemand die Frage stellen will, welche Organisationsformen hier quasi richtig oder falsch sind, also ich habe den Eindruck, dass jede Organisation ihre eigene Organisationsform finden muss, aber dass es gewisse Metaprinzipien gibt, die man muss berücksichtigen beim Bauen von derartigen Organisationen. Stufe 8, ganz kurz, das ist eigentlich ist hier die integrierende Stufe von der Selbstentwicklung ganz, ganz wichtig. Die empfehle ich euch, leset die mal, das wäre so die Stufe, die toll wäre, wenn wir mehr Führungskräfte hätten. Da müssen nicht alle Mitarbeiter auf dieser Stufe sein, wenn wir Führungskräfte haben, die das schaffen, die können auch wirklich dazu beitragen, sehr, sehr reife Organisationen zu fördern. Und kulturell, weil da gibt es 1-3% der Leute, da kann man noch nicht sagen, wo das hin wird führen. Gut. Jetzt, damit ich noch Zeit habe, neben zum Thema Stufenentwicklung in den Organisationen fördern. Ich weiß nicht, ob ihr den Flow-Kanal von Csikszentmihalyi kennt, der sagt, wir lernen im Flow, wenn die Fähigkeiten und die Schwierigkeiten miteinander gut im Balance sind. Also das heisst, im Moment, wenn die Anforderungen sehr viel höher sind als meine Fähigkeiten, dann bin ich überfordert, lerne ich nichts. Und das ist das, was in meiner Beobachtung nach ganz, ganz viel passiert, dass man viel, viel zu viele reife Tools nimmt, wo die Menschen überfordern. Darum, ich finde die Frage schön, mit wie kann man Vieri überwinden. Wenn die Menschen noch ganz stark im Vieri stecken und ich bringe den Tools, die zum Sechsi gehören, die sind nur überfordert und da findet kein Lernen statt. Es geht aber umgekehrt, man kann unterfordern, das sehe ich viel weniger, ich sehe viel mehr Überforderung im Zusammenhang mit Agilität. Und das Ziel wäre, immer schauen, dass man das gut tariert, dass man so also Step by Step, also für das ist die Stufenfolge, hilfreich, dass man sagt, man schaut mal, wo man jetzt ist und dann geht man Step by Step eigentlich in der richtigen Reihenfolge. Und dann erlebe ich mir, dass es wirklich fantastisch schnell geht und auch Spass macht. Da gibt es auch keine Widerstände. Also Widerstände gibt es nach unserer Beobachtung immer dann, wenn man viel zu viel aufs Mal will. Wir haben hier so verschiedene Entwicklungsthemen auf der rechten Seite. Und ich zeige euch jetzt kurz, wie das gliedert. Wir haben so eine Organisationslandkarte gebaut, wo ihr seht auf der linken Seite die organisatorischen Softfacts, auf der rechten Seite die organisatorischen Hardfacts. Oben seht ihr die internen Entwicklungsthemen und unten die externen Entwicklungsthemen. Und die Striche sind quasi die Stufe, die sich dann so kreisförmig organisiert. Dann gibt es verschiedene Entwicklungsthemen, je Quadrant. Und dann machen wir mit Führungsteams und neu, wenn man das jetzt auch für agile Teams anbietet, dass man so ein Selbstassessment macht. Und wenn man machen kann, wo sind wir eigentlich bezogen auf die verschiedenen Themen, weil man ist an unterschiedlichen Orten. Und dann kommt die nächste Frage, ist, wo müssten wir sein, um unsere Herausforderungen können zu bewältigen. Das gibt dann so derartige Landkarten, wo man sieht, ist und soll
Und die Fetten wären dann die, man muss in jedem Thema arbeiten. Es ist wichtig, dass man die Schlüsselthemen herausfindet. So, an welchen Themen müssen wir arbeiten? Und meistens ist es ein Mix zwischen Soft- und Hard-Facts innen und außen. Da sind wir jetzt eben am Entwickeln von einer Teamlandkarte für agile Teams, wo man sagen kann, ja, da gibt es Beschreibungen pro Stufen und pro Linie und Teams finden für sich heraus, wo sind wir, wo müssten wir sein. Das Erstaunliche ist, wenn wir das mit Führungskräften machen, dann führt das immer dazu, dass ganz viel Einigkeit da ist. Es gibt eigentlich gar nicht mehr grosse Diskussionen, an was wir jetzt arbeiten und welche Schritte sind jetzt die nächsten logischen. Die Landkarte hilft unglaublich, die Kräfte zu bündeln. Und jetzt, das ist aber die Frage, was passiert mit verschiedenen Stufen. Also auf dieser Landkarte bleibt man dann fest, wenn man das Bild hat. Man sieht, wo haben wir noch quasi Hänger auf früheren Stufen. Was ist das nächste Entwicklungsziel? Also auf dem, das Beispiel dürfte jetzt nie sich gerade schon die Stufe 7 zum Ziel setzen. Das, die wären völlig überfordert. Da würden wir wahrscheinlich sagen, ja, es könnte maximal ein 6 sein. Und dann müssen wir aber gut schauen, dass wir eben auch noch von 4 nach 5 gewisse Sachen anholen. Und es kann auch sein, dass man sagt, wir haben die verschiedenen einzelnen Organisationseinheiten passend zur Aufgabe unterschiedliche Zielstufen. Auch das ist möglich. Also höher ist nicht per se besser oder später ist nicht per se besser, sondern es geht darum, dass es zur Aufgabe passt. Also in einer Buchhaltung kann ich jetzt sagen, ja, spiele ich ein 4 in Agrofor gut. Also das, die Wertschätzung, dass jede Stufe hat ihre Vor- und Nachteile und dass es wichtig ist, dass man die passende Stufe wählt. Barbara, wir haben hier gerade eine Frage dazu. Der Christoph fragt, was in dem Kontext soll bedeutet. Würde es soll, Legende soll. Ja, also soll ist das, was das Führungsteam oder das Mitarbeiterteam sagt, die lesen die Beschreibungen und dann, also die sagen nicht, ich will, wir wollen die Stufe 7, sondern aufgrund von der Beschreibungen, die sie lesen, sagen sie, oh ja, dann lese ich zum Beispiel eine Beschreibung, wie ein Team zusammen funktioniert oder wie reden die Leute miteinander oder wie geht man mit Leistung um und so weiter. Und dann sage ich, das würden wir eigentlich brauchen, um unsere Aufgabenstellungen zu bewältigen. Also Entwicklungsziel. Definitiv. Entwicklungsziel, ja genau. Der andere, der Christoph hat gerade nachher doppelt, muss sich eine Organisation entwickeln. Das ist vielleicht ein philosophischer Ansatz. Es gibt Organisationen, die sich nicht mehr entwickeln. Also wenn eine Organisation sagt, wir sind da, wo wir jetzt sind, am richtigen Ort und wir können unsere Aufgaben bewältigen. Also ich erlebe, ich mache auch Beratungen, ich mache viele ITs, ich mache viel, aber auch ich habe viel gemacht in der Verwaltung. Und zum Beispiel in der Verwaltung gibt es durchaus Systeme, wo ich sage, ja, die sind eigentlich von der reifen Stufe dort, wo sie sind, gut, da kann man noch das eine oder andere, also spezifisch helfen, gesünder zu werden in der Stufe, wo sie sind. Aber es ist schon so, dass die Komplexität steigt und die Stufenentwicklung ist eigentlich immer auch eine Antwort auf steigende Komplexität. Mhm. Also es ist ganz häufig so, dass der Bedarf da ist, sich zu entwickeln und zu wachsen. Okay. Der andere hat noch eine Frage. Erfahrung, wie lange so ein Organisationsflow dauert? Du hast vorhin gezeigt, dass man dort zu diesem Flow rein könnte sein. Was ist so die Erfahrung, wie lange dauert das etwa bis dort? Also jetzt, wenn ich so ein Ausgangsbild habe hier, man merkt deutlichste Veränderungen eigentlich schon nach einem Jahr, wo man kann sagen, es könnte sich jetzt sehr, sehr stark eine gemeinsame Kultur im 6 etablieren. Wenn zum Beispiel wichtige Führungskräfte zu Unternehmen verlöhnt, kann das sehr schnell in sich zusammenfallen. Aber wenn die noch ein bisschen dranbleiben, dann kann sich selber mehr etablieren. Also, aber es kann wirklich nach einem Jahr schon recht stabil. Wir messen auch. Wir machen immer einen Change-Parameter. Und wir schauen auch immer, wie das, sich Engagement und Mitarbeiterzufriedenheit entwickelt. Und das Spannende ist, dass eigentlich in unserem Projekt sich wirklich in jedem Entwicklungsprojekt hat sich Engagementwert und Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert. Und zwar teilweise krass. Und das ist für mich eine Bestätigung, dass das eine inhärent gesunde Logik ist. Es gibt praktisch keine, also am Anfang manchmal sind die Leute noch ein bisschen misstrauisch sind und ein bisschen widerständig sind, aber mit der Zeit sind die Leute mit im Boot und die meisten schon von Anfang an, was sie das als sinnvoll und logisch anschauen. Wenn das schön logisch ist, kleine Step by Step. Merci vielmals. Jetzt kommt mir gerade eine Frage von Benjamin raus.
kann sich jede Organisation mit den bestehenden Menschen weiterentwickeln. Ich nehme wahr, dass in meiner Organisation viele noch in Stufe 4 sind. Mit jedem Abgang gibt es wieder eine Entwicklung. Ein Widerspruch? Fragezeichen. Also wir können immer zur Entwicklung zwingen. Es ist auch so, es gibt, das schätze ich sehr nach wie vor am Spiral-Modell, wo davor redet, es gibt Menschen, über 10% der Menschen, die sind immer offen für Entwicklung. Und 10% die sind sogenannt locked. Das ist nicht so, also die sehen so aus, als ob sie nicht wollen, aber die können nicht. Und ja, aus also welchen Gründen auch immer, das gibt es einfach. Also eigentlich sollte man sich auf die Menschen nicht zu sehr konzentrieren, sondern auf die 80% in der Mitte, dass man die gut kann unterstützen kann. Aber es gibt, also was wo wir relativ konsequent sind, ist wirklich in der Führung. Also man sieht, wenn eine Führungskraft, man sieht relativ schnell, wenn man mit einem Führungsteam arbeitet, welche Führungskräfte quasi sind im Entwicklungsweg drin oder haben es für sich schon entwickelt. Es ist übrigens auch so, dass es sehr hilfreich ist, wenn mein Auftraggeber oder unser Auftraggeber schon die Zielstufe mindestens ansatzweise entwickelt hat. Dort eine Führungskraft, wo man sieht, also selbst wenn sie will, aber sie checkt es einfach nicht, dort wackelt unter die ganze Organisation. Und dort ist so der Punkt, wo man irgendwann einmal muss, eine Führungskraft rausnehmen muss, die Organisation sonst nicht weiterkommt und blockiert. Und in meinem Team, ich würde euch gerne nachher zeigen, wie ich eure Kolleginnen und Kollegen auch unterstützen, was die brauchen, dass die ein bisschen aus dem Vieh rauskommen. Das ist vielleicht das Stichwort, also die wohl noch spannende Frage, Überforderung, Unterforderung. Das Thema ist, wie viele verschiedene Maturitäten. Ich würde sagen, so aus dem Time-Management raus, dass wir schauen, dass wir mit dem Vortrag zum Punkt kommen und dann haben wir auch genug Raum und Zeit für solche Fragen, weil das ist mega spannend. Also ich glaube, wenn wir dort jetzt in die Tiefe einsteigen, sprengt es einfach Timebox. Das wäre so mein Vorschlag zu heute. Wir packen die Fragen später noch einmal an. Sehr gut. Gerne, Barbara. Also, wichtig ist nachher, wenn man weiss, an welcher Schlüssellinie arbeiten wir, dass man dann wirklich schaut, Step by Step, was sind die guten, sinnvollen Massnahmen. Und da haben wir wirklich inzwischen, wenn es ganz viele Werkzeugkisten und wir bringen da die Werkzeugkisten mit und dann schauen die Leute in die Werkzeugkisten und sagen, oh ja, ich glaube, das passt bei uns, das könnten wir brauchen. Also, wenn es jetzt darum geht, um 4 ins 5 zu kommen, bekomme ich mit meiner Werkzeugkiste, ihr schaut dort drin, läuselt miteinander und dann legt ihr miteinander fest. Und ich staune immer, wie intuitiv gut, dass wir auch gemeinsam festlegen, mit welchen Werkzeugen wir arbeiten. Also jetzt haben wir eben die, genau, was machen wir um vom 4 ins 5? Und das ist ein kleiner Auszug von Vorschlägen, was kann helfen. In der Kommunikation ist es unglaublich wichtig, ich zeige euch sehr schnell die nächste Folie. An jedem Stufenübergang werden bestimmte Grundannahmen relativiert und das löst Angst aus. Und wenn ihr im Umgang mit den Vierer das so im Hinterkopf habt, dass die Angst haben, dass sie ausgeschlossen werden können, die haben den Eindruck, nur wenn ich mich anpasse, nur wenn ich quasi immer das mache, was man von mir erwartet, ich darf niemanden verärgern, die haben einfach Angst, ausgeschlossen zu werden. Und ihre Grundannahme ist, dass sie sich nur mit Anpassung können, eine soziale Zugehörigkeit quasi verdienen. Und auch Versagensängste sind da wichtig. Und wenn man so ein bisschen sieht, was ist zu entwickeln, oder? Es ist Selbstbewusstsein, eigene Meinung, sich abgrenzen, Planungsfähigkeiten, einfach auch Methodenkompetenz. Und jetzt gehen wir auf diese Seite. In der Kommunikation können ihnen helfen, sie unterstützen. Also gerne denen die Erlaubnis, mal Nein zu sagen. Das ist ja klar, also wenn du jetzt Nein sagst, ist das für mich ein bisschen blöd, aber sorry, es ist in Ordnung, du darfst echt Nein sagen. Oder dass sie sich herausfordern, immer wieder eine eigene Meinung zu äußern. Ich kann mir vorstellen, dass du es nicht gut findest, aber würde mich wirklich interessieren, komm, sag mal, was denkst du? Oder sind das berühmte Umeinander-Eier? Die reden jetzt um den heißen Brei, wenn sie irgendetwas quält, aber sie wollen nicht so recht sagen, was es ist. Dann frage ich halt nochmal nach. Sag, du, weißt, es ist mir immer nicht klar, was du eigentlich meinst. Was genau meinst du? Dass wir sie auch herausfordern, sachlich und objektiv zu argumentieren, das kann man trainieren und man kann einem Team trainieren, Erwartungen zu klären und klare Ziele zu formulieren. Fachkompetenz hilft, also Führungskräfte sollten dann schauen, dass man die Menschen dabei unterstützt, das Fachwissen weiterzuentwickeln. Also für die Stufe 5 ist wirklich ganz, ganz wichtig, Fachwissen laufen und weiterentwickeln, auch weil wirklich zur Meisterschaft gelangen. Und dort ist auch wichtig, also es geht immer ein bisschen um beides, einerseits zu unterstützen, aber auch herauszufordern.
Also wenn jemand sich auf seine fachlichen Kompetenzen ausruht, das kann man sich in der IT einfach nicht mehr leisten. Und in der Stufe 5 kann man sich das auch nicht leisten, weil es ist ein Teil des Selbstbewusstseins. Dann ist es wichtig, dass man das anspricht. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich sehr konsequent bin, ist wirklich dafür für Klarheit zu sorgen, wenn jemand mit einer Aufgabe überfordert ist. Weil es kann einfach passieren. Und es ist, oder die Vierer haben das Gefühl, ja, wir sind lieb und nett, wir tragen den mit, wir gleichen das aus. Aber das ist eigentlich auch für die Person, das ist eigentlich tragisch. Stellt euch vor, ihr seid 20 Jahre lang der Depp vom Dienst. Ich finde, die Menschen gehören unterstützt, dass sie etwas Neues finden. Aber es ist total wichtig, dass man das auch klar anspricht, wenn jemand überfordert ist. Und dann ist auch die Frage, ja, die gar nicht weiterkommen, wenn es für die Entwicklung, also wenn ich quasi jetzt eigentlich eine Expertenkultur brauche von der Aufgabenstellung, dann gehört es für mich auch zum Klartext dazu, zu sagen, du, es wäre wichtig, dass du das und das und das machst, weil sonst kannst du die Leistung nicht mehr bringen, die wir hier für die Aufgabe brauchen. Und dann ist es fair, wenn du das sagst, dass du das nicht willst, und dann schauen wir, was könntest du sonst tun. Ich finde es aber auch fair, dass man dann wirklich die Person unterstützt, etwas anderes zu finden, weil auch für Vierer gibt es einen Haufen Aufgabenstellungen nach wie vor. Und Engagement und Verantwortungsübernahme, die Menschen zu unterstützen, immer mehr, also quasi laufend ihre Verantwortung auszubauen, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, auch mehr eigenständig zu arbeiten, eigene Ideen umzusetzen. Das ist so das Fordern und Fördern. Und gehört auch dazu, sich gut zu organisieren, Prioritäten setzen, also Arbeitstechnik, Effizienz, Techniken, Qualitätsmanagement. Das sind alles Elemente, die unterstützen können, vom 4 ins 5 zu kommen. Und was kann auch helfen für das Team, ist, dass man Teamspielregeln festlegt und dass man die gemeinsam, also wo quasi die gemeinsamen Entwicklungsziele vom Team drin sind, dass man zum Beispiel wirklich sagt, hey, wir trainieren jetzt wirklich Klartext zu reden, unsere eigene Meinung zu sagen. Und dann gibt es auch für die 4 Meter Erlaubnis, weil dann ist es quasi am Anfang, passen sie sich dann an, weil es jetzt die Regel ist, dass man eben die eigene Meinung sagt. Und mit der Zeit entwickelt sich das aber weiter in eine Eigenständigkeit und in Retros überprüfen wir das. Das wäre mal ein Beispiel. Da interessiert mich Feedback. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr ein paar Sachen davon nutzen könnt? Ich schreibe das mal in den Chat, gerne. Ich habe noch einen zweiten, der genauso häufig gefragt ist in der Organisationsentwicklung, wo mir auch sehr viel Spass macht. Jetzt in der Kommunikation von Stufe 5 in Stufe 6. Das geht wirklich darum, gemeinsam zu trainieren und dann das auch im Gegenzug, also das auch mit anderen Teams dann auszuprobieren und besser zu werden. Also es ist ganz wichtig, dass man perspektivisch lernt zu diskutieren. Also, ja, aus meiner Perspektive sieht es so und so aus, wisst ihr aus deiner Perspektive, dass man nicht mehr von absoluten Wahrheiten ausgeht. Zuhören, verstehen, verstanden werden. Ich kann verstehen, ohne einverstanden zu sein. Ich kann zulassen, ich kann paraphrasieren, ohne einverstanden zu sein. Und der andere fühlt sich dann verstanden. Gleichzeitig, wenn ich probiere zu überzeugen, statt sich aus meiner Perspektive argumentieren, überlege ich mir, was hat der andere davon, dass er mir zustimmt. Dass ich dann argumentiere aus seiner Perspektive, was er davon hat, wenn er mir zustimmt. Durchsetzung und Kompromissbereitschaft. Es geht um eine gute Balance. Und konstruktiver Klartext ist total ein wichtiges Thema hier. Dass ich Probleme kann offen ansprechen ohne Schuldzuweisung. Fischeb-Kompetenz haben wir bereits gehabt. Auch Weiterbildungen, die Gesamtschicht stärken, zum Beispiel gehören Führungsweiterbildungen dazu. Engagement, Verantwortungsübernahme. Hier ist nur wichtig, sich gut zu planen, dass man verbindliche Commitments kann geben kann. Und da gibt es ganz viel. Viele agile Tools, die auch helfen. Und hier ist jetzt wirklich Feedback gegeben. Nein, es ist ganz, ganz wichtig, auch zu trainieren, dass man sagt, es ist nicht eine absolute Wahrheit, sondern einfach eine Perspektive, eine relevante Perspektive. Also hier Feedback gegeben, nein, ist auch ein wichtiges Trainingsfeld. Hier ist die Kernangst vom 5-6, was ich immer wieder feststelle, ist, dass man Angst hat, dass man seinen Expertenstatus verliert, weil der Expertenstatus ist das, was einem Reputation gibt, was einem Macht gibt, wenn man quasi irgendwelche T-Shirt-Kompetenzen entwickelt. Also wenn ich mich in Breite verzettle oder wenn ich Leitungsaufgaben übernehme, dann kann ich eigentlich meine Fachkompetenz verlieren. Und auch ein Angstscheitern ist hier immer auch noch mit drin, eine typische Angst.
Gut, dann ahne ich, das wäre jetzt noch die Übergangsstufe in die Stufe 7. Kurz zum Abschließen noch die individuelle Entwicklung. Wichtig ist, ein Mensch ist nicht einfach eine Stufe, sondern er verteilt sich über mehrere. Also wir haben wahrscheinlich alle noch ein bisschen Hänger, Menschen ab und zu, der eine oder andere im Vieri. Und wir haben in der Schweiz haben so eine höhere Affinität zum Vieri, ob schon wir. Also ich nehme die Entwicklung ein bisschen höher wahr als zum Beispiel in Deutschland. Aber trotzdem haben wir einfach eine Affinität für das Vieri, lieb und nett sein miteinander. Und dort haben wir wirklich in der Schweiz noch recht viel zu aufräumen. Und darum ist es wichtig, dass wir eben auf verschiedenen Stufen unterwegs sind. Und es ist gerade so wichtig für die Entwicklung, eben so Hänger auf früheren Stufen zu klären und weiterzuentwickeln, als immer nur voranzugehen. Also sehr, sehr häufig ist es sehr viel besser, mal noch ein bisschen Hänger zu klären, also auf früheren Stufen Regressionen zu klären und auch die aktuelle Stufe gut auszubauen. Das schauen wir einmal in der Organisationsentwicklung, ist es jetzt besser, die aktuelle Stufe noch besser zu etablieren. Oder ist es schon sinnvoll, einen Schritt voranzugehen? Also das ist wirklich wichtig, nicht zu viel aufs Mal, weil wenn wir überfordert, dann findet kein Lernen statt. Und das gilt genau gleich auch für die eigene Entwicklung. Wir können es weitergehen, ganz kurz zu meinen Angeboten. Also einerseits können wir mal den Download über von der Präsentation. Da können wir vielleicht noch ein paar Sachen nochmal nachlesen. Dann findet ihr auf unserer neuen Homepage Key Steps ganz viele White Papers, also wir stellen ganz viel von dem Wissen, das wir jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben, auch offen zur Verfügung, zur Weiterverwendung, sowohl zur individuellen Entwicklung, wie zur organisatorischen Stufenentwicklung, also zu dem, was ich heute so kleine Auszüge gemacht habe, noch sehr, sehr viel mehr Details drauf. Ich finde da auch als Link, dass ihr dort drauf könnt, das Zeug euch downloaden. Und wir werden weitere White Papers planen und auch YouTube so ein bisschen Sachen erklären. Dann hat Gerhard und ich haben zusammen ein Buch geschrieben zum Thema Stufenentwicklung. Intensives Projekt von den letzten zwei Jahren. Morgen machen wir den Upload am Verlag und wir hoffen, dass es im Juni dann kann erscheinen. Es ist zum Thema Stufenentwicklung und Selbstorganisation. Gewisse Sachen sind, die heute sind Auszüge aus dem Buch. Wenn ihr gerne informiert werden wollt, könnt ihr auch einen Link, wo ihr uns das mitteilen könnt, wir schicken euch dann ein Mail. Also ich glaube, das Buch ist so angelegt, dass man ganz viel kann über Stufenentwicklung lernen kann, so, wenn man die Reise durch die kulturelle Evolution macht und wenn man die Reise auch durch die individuelle Entwicklung durchmacht im Lesen. Dann können wir euch ein Sichtentwicklungsprofil anbieten, das von Jen Löwinger. Das ist ein sehr präzises Instrument. Es gibt nicht nur, wo steht man im Moment, auf welcher Stufe, wie ist die Stufenverteilung, sondern auch innerhalb der Stufe, was zeigt sich schon, was fehlt noch im Profil dieser Stufe. Und das tun wir im Debriefing Coaching zusammen mit einem Coach noch ein bisschen neuer anschauen. Und dann kann man sich einen Entwicklungsplan machen, um sich die eigene Entwicklung recht kann beschleunigen. Und als letztes, ein neues Produkt, Stufenentwicklung für Agile Coach. Also einerseits mal, dass ihr lernt, die Stufen selber besser verstehen, euch selber besser einschätzen und auch für euch einen Entwicklungsplan machen. Ihr lernt, wenn ihr so ein Stufenassessment machen könnt mit euch im Team. Ihr könnt dann die Fragebogen über dafür. Ihr könnt mit dem Team passende Entwicklungsmassnahmen entwickeln und das Ganze durchführen. Wir machen das in Form von kleinen Online-Sessions im Wechsel mit konkreten Anwendungen im Alltag. Das ist auch relativ lange Dauer, also bis in den nächsten Frühling rein. Jetzt vom Juni ab geplant starten, wenn wir genügend Interessenten finden. Und wenn man mal eine Session verpasst, dann kann man das per Video nachholen. Maximal 8 Personen. Der Pilotkurs wäre geplant zum Pilotpreis starten Anfang Juli. Also für kurzen Schluss würde ich mich freuen, wenn da ein paar sich dafür begeistern. Gut, jetzt Frage. Ich habe ein bisschen überzogen, Entschuldigung. Ja, weißt du, wir sind ja eine super gute Community, also die sind alle noch dabei, sensationell gut. Und die haben uns gleich Tschüss gesagt und sich verabschiedet. Wir haben immer noch viele Fragen. Merci vielmals, im Schluck Wasser, schauen wir mal, was da an Fragen kommt. Ich fange mal hinten an. Wie kann man, was kostet, also jetzt ist gerade eine reingekommen von Ivan, was kostet die Stufenentwicklung für Agile Coaches? Da sind wir schon fast aus dem Product Placement in der aktiven Werbung. Kannst du eine Nummer geben? Was kostet die Stufenentwicklung für Agile Coaches? Also jetzt der Kurs? Ich nehme es an.
Knapp 3000. Gut. Sind irgendwie, ups, wie viele Einheiten? Ich glaube 36 Stunden insgesamt. So. Aber ich könnte es downloaden. Ja. Ich würde so sagen, wer sich für das interessiert, genau. Die Info findet ihr, schreibt ihr Barbaras E-Mail, ihr bekommt eine präzise Antwort. Claudia hat noch eine Frage gestellt, wie kann man ein Team gut entwickeln, deren Mitglieder auf früheren und späteren Stufen sind? Das ist tatsächlich eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Ich überlege mir jetzt gerade, wenn ich in eure Rolle reingehe. Also, ich glaube, ich würde probieren, die, die auf späteren Stufen sind, zu gewinnen, dass sie mithelfen, die auf früheren Stufen zu unterstützen. Und gleichzeitig, was halt schon wichtig ist, ist, dass man gemeinsam ein Ziel festhält und realistisch schaut, in welchen Schritt können wir vorangehen. Also, dass die Spannung, das ist das, was wir immer wieder feststellen, wenn die Verteilung gross ist, dann gibt es unglaublich viel Spannung. Weil, also, was dann passiert, ist so, dass ein Fünfer, der hat den Vierer überwunden und sagt, also, das ist blöd. Also, der Fünfer schaut den Retour und sagt, Vier ist, kannst rauchen. Der Sechser schaut auf Fünfer und sagt, Fünfer kannst rauchen. Also, von unten nach oben ist es so, dass der Vierer versteht den Fünfer nicht richtig, weil der hat das noch nicht entwickelt und der Fünfer versteht den Sechser auch nicht richtig. Also es findet sehr viel gegenseitige Abwertung statt. Und dort ist so der erste Schritt ist eigentlich für euch, dass euch gelingt, wirklich Wertschätzung für jede Stufe zu haben, wie als Basis. Und dann muss man wirklich gemeinsam sagen, was ist im Moment realistisch möglich. Mhm. Und es ist eben so, dass natürlich die, wenn ich einen Sechser und Vierer habe im Team, die Sechser wollen vorangehen, und das ist, kann man gut verstehen und Vierer, die verstehen es wenn nicht. Das ist aber das, was ins Assessment wichtig ist, zu herausfinden, was ist hier realistisch machbar und wo sind die Hebel, wo man gut kann ansetzen, wo etwas kann vorangehen kann. Wo hat es auch Ressourcen, die man kann nutzen kann. Weil es, meistens ist es so, dass es irgendwelche Punkte, wo man sagt, oh ja, da haben wir schon einen gemeinsamen Punkt, wo wir als Ganzes schon quasi ein bisschen reifer sind, dann kann man als Ressourcen nutzen. So, also darum. Die differenzierte Situationsanalyse und dann wirklich echt wichtig, gemeinsame Vereinbarung, wo sind wir und was ist der realistische nächste Schritt hilft. Also das Auseinanderdriften und das gegenseitige Abwerten aufhören. Der Christoph hat das also plus minus geschrieben, Team Agreements helfen bestimmten Menschen, die sich sonst alleine und unverstanden fühlen und sich nicht getrauen, für sich einzustehen. Wir haben abgemacht, das geht wahrscheinlich in die Richtung, oder? Genau. Ich bin am Aufscrollen, schaue, ob ich da Fragen verpasst habe. Der André hat geschrieben, persönliche Behauptung, man kann keine Organisation auf eine Stufe entwickeln, die man selbst nicht beherrscht. Spannende Frage. Also, danke vielmals für die Frage, ganz eine wichtige Frage. Also wir haben eine Netzwerkregel, die heisst, dass erstens jeder Organisationsentwickler, Coach, Führungskräfte, Trainer muss ein IE-Profil machen. Er muss wissen, wo er steht. Jeder verpflichtet sich auch, was in der Entwicklung zu arbeiten. Und jeder verpflichtet sich, nur zu coachen, wenn er mindestens die Stufe hat. Niemand zu coachen, der reifer ist als er. Und auch keine Organisationsentwicklung zu machen, die über die eigene Reife ausgeht. Und das ist ein völliger Hindernis. Weil es ist schon so, dass der Coach mit seiner Reife auch mithilft, die Entwicklung voranzubringen. Also es ist auch, wenn ihr in eure eigene Reife investiert, dann werdet ihr sehen, ihr könnt so viel mehr bewegen im Team, wenn ihr mit eurer Reife könnt unterstützen könnt. Sehr gut. Also ich weiß nicht, ich habe glaube alles verwünscht, beziehungsweise wer jetzt noch eine Frage hat, jetzt sind die Leute da langsam am Auschecken, weil wir sind jetzt seid wieder dabei. Stellt doch Fragen einfach im Chat. Also beziehungsweise ja, könnte ich ja eigentlich auch in Chat. Haltet das Mikrofon ein und meldet mich direkt, wenn ihr Fragen habt. Wer die Chance nicht nutzt, dann würde ich das... Also, Bertram. Okay, ja. Frage von Bertram. Für mich wäre noch die Frage vorhin, wo du sagtest, ja, in Teams mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Die etwas weiter sind, helfen denen, die nicht so weit sind, etc. Für mich ist die Frage, und gleichzeitig sagtest du,
der im Vierer ist, der versteht den Fünfer noch nicht. Oder der Fünfer versteht den Sechser, der sieht es noch gar nicht. Klar, logisch. Ja? Aber wie schaffst du das dann, die unterschiedlichen Stufen so klar zu legen, ohne dass die vielleicht noch nicht also in früheren Stufen sind, sich irgendwie diskriminiert oder zurückgesetzt fühlen, so als ich bin klein und ja, und check's nicht, ja, also wie schafft man das? Also da habe ich so etwas Luft angehalten, wo ich dachte, ups, also das offen zu legen, das offen zu diskutieren, ohne Abwertung, also wie schafft man das? Also es ist tatsächlich, ganz am Anfang kommt die Frage sehr, sehr schnell, ist das nicht ein Wertensystem, ist es nicht ein diskriminierendes System? Und ich habe auch immer sehr viel Respekt vor dem. Für mich ist es dann so, dass wenn wir zusammen herausgearbeitet haben, was sind so die Kernpunkte, die wir den Eindruck haben, die uns als Team weiterbringen. Also wir probieren mal gemeinsame Elemente im Team zu bestimmen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ja, jetzt trainieren wir alle zusammen, klar unsere Meinung zum Beispiel zu äußern. Oder wir lernen mehr Nein sagen, oder wir lernen uns besser planen. Und das eine gemeinsame Vereinbarung gibt im Team, an was man schafft. Und dass sich dann jeder committet, dass er eins oder zwei von diesen Sachen für sich als persönliches Entwicklungsteam nimmt. Und jetzt je nach Reife vom Team kann man nachher auch darüber reden, legen wir es offen oder bespricht das jeder mit dem Vorgesetzten. Und was auch wichtig ist, darum sage ich auch immer, es hat jeder Hänger. Also ich weiß nicht, wie lange habe ich persönlich daran geschafft, zu meiner Meinung trauen zu stehen. Obwohl ich glaube, schon über das Vierer ausgesehen bin. Und das hilft auch, wenn ich sagen kann, man kann auch an einer Viereraufgabe arbeiten und eigentlich selber schon quasi vorangeschritten sein in der Entwicklung. So kann man die Wertungselemente rausnehmen. Nachvollziehbar? Okay, ja. Aber es ist heikel. Und darum sage ich eigentlich auch, ist es wichtig, dass man das so in einem Training zusammen dann lernt, genau wenn man mit diesen heiklen Punkten umgeht, dass es eben nicht kränkend ist. Und trotzdem, es braucht beides, oder? Es braucht das Klarsein, also es nützt dann nichts, wenn wir eben gerade vierermässig immer lieb und nett sind miteinander und uns vor unangenehmen Wahrheiten wollen, gegenseitig bewahren, weil das findet keine Entwicklung statt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass man nicht kränkt. Und wir arbeiten das erst auch mit einem ressourcenorientierten Ansatz, wo man probiert, die Menschen immer zu stärken in dem, wo sie ihre Kernressourcen haben. Aber darum, meistens, es ist nicht, auch ein Vierer hat schon Teile in der Regel, die schon im Fünfer sind, zum Beispiel. Aber er hat sich vielleicht nicht stark etabliert. Wenn man zum Beispiel nach derartigen Elementen sucht und sagt, oh, da hast du doch schon eine Ressource, die können zum Beispiel auch mal noch ein bisschen ausweiten. Okay, merci. Grüezi vielmals. Gibt es noch eine Frage? Würde ich sagen, eine machen wir noch, oder? Ja, gern. Gibt es noch eine? Dann würde ich das nutzen. Und an dieser Stelle mich ganz herzlich bei dir bedanken, Barbara, weil jetzt kommt gerade keine Frage. Würdet ihr mir nicht die Aufzeichnung stoppen, dann könnt ihr freestyle Fragen stellen und auch die Kamera wieder aktivieren. Barbara, merci vielmals für deinen Beitrag. Wieder mega spannend gewesen. Wir wünschen dir alle ganz viel Erfolg mit dem Buch und auch mit den Ideen, die du hast. Ich denke, das gibt dir die ein oder andere Nachfrage nach dem Buch, nach der Webseite, nach dem Content. Ich stoppe jetzt die Aufzeichnung. Ich wünsche an dieser Stelle allen einen schönen Abend. Ihr dürft noch im Chat bleiben und Barbara noch ausquetschen mit Fragen direkt. Merci vielmals, dass ihr heute da seid. Bis zum nächsten Mal. Salut zusammen.